Hallo und herzlich willkommen zum 21. FNMA-Talk, zu diesem Sondertalk mit dem Thema Datenschutz und Urheberrecht im Distance Learning. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen. Mein Name ist Tanja Jaden, ich bin von der Fachhochschule Oberösterreich, dort zuständig für die Professur E-Learning und im Präsidium tätig seit 3 Jahren und darf Sie als Präsidiumsmitglied hier durch diese Online-Veranstaltung moderieren und durchführen und begleiten. Erst einmal ein recht herzliches Dankeschön an das Land Niederösterreich für die finanzielle Unterstützung dieses Talks. Auch ein recht herzliches Dankeschön an die Veranstalter im Hintergrund, an die BH Niederösterreich, die diesen Talk ermöglicht hat, sozusagen virtuell heute in diesem Format. Ja, ich darf auch noch ganz kurz unseren Vortragenden vorstellen. Es freut mich insbesondere, dass wir Peter Burgstaller für diesen Talk gewinnen durften und konnten. Peter Burgstaller ist seit 2010 FH-Professor für IT- und IP-Recht, seit 2003 Gerichtssachverständiger für Urheberfragen und Medienwesen und seit 2000 Rechtsanwalt in Linz mit Schwerpunkt IT- und IP-Recht. Es freut mich insbesondere, Peter Burgstall ist auch ein Kollege von mir von der FH Oberösterreich und ich denke, wir werden einen interessanten Vortrag zu diesem momentan sehr relevanten Themengebiet auch bekommen. Vielleicht noch ein paar Hinweise. Dieser Talk wird aufgezeichnet und steht Ihnen, je nachdem, wie viel wir noch zusammenschneiden müssen, entweder gleich im Anschluss zur Verfügung oder auch dann innerhalb von ein paar wenigen Tagen. Ich möchte Sie bitten und herzlich auch einladen, Fragen im Chat durchaus während des Vortrags schon zu stellen. Wir werden diese zusammen sammeln und ich als Moderatorin werde diese im Anschluss an den Vortrag an Peter Burgstaller stellen. Und es gibt hier sicherlich einige offene Fragen, die Sie vielleicht jetzt schon mitgebracht haben. Notieren Sie sich diese gerne, auch schon gerne parallel eben in den Chat hinein. Wir werden diese zusammen sammeln. Die Veranstaltung wird bis maximal 20.30 Uhr dauern. Circa 45 Minuten wird der Vortrag dauern. Und anschließend haben wir genügend Zeit, Ihre Fragen zu beantworten, die Sie vielleicht jetzt schon mitgebracht haben und die schon ganz drängend beantwortet zu werden. Ich schalte in der Zwischenzeit meine Kamera aus und auch den Ton leise und übergebe somit an Peter Burgstaller, an dich und deine Präsentation. Bin schon sehr gespannt und freue mich schon sehr darauf. Ich habe heute das Vergnügen, es ist wirklich ein Vergnügen, Ihnen ein wenig Urheberrecht und Datenschutzrecht, das ist ja miteinander doch einigermaßen verzahnt, in Grundzügen darzustellen und dann letztlich schon auch den Bogen zu unseren ja, allgegenwärtigen Themen im Betrieb, im Homeoffice oder bei uns halt im Distance Learning, ist ja alles ziemlich ähnlich jetzt gestaltet. Um dann den Bogen dazu spannen. Ich werde jetzt meine Folien zeigen. Ich hoffe, bräuchte nur den Präsentationsmodus. So, jetzt müssen wir es eigentlich sehen. Distance Learning, wie gesagt, ich hätte zwei große Themenbereiche, die ich ansprechen möchte, Urheberrecht und Datenschutz. In diesen zwei Teilen, eins Urheberrecht, dann Datenschutz. Bevor ich zu diesen Überschriften, zu diesen großen Themen komme, die ja wirklich kaum ab- und eingrenzbar sind, weil es wirklich allumfassend sind heutzutage, möchte aber schon einen Grundsatz erwähnen, der es uns Juristen, und ich bin ja ein Jurist, kein Techniker und bin auch tatsächlich technisch, obwohl ich in Hagenberg im Department sichere Informationssysteme beheimatet bin, aber ich bin technisch nicht allzu sehr versiert, was es aber gar nicht so schlecht macht oft, weil man, und das ist ja ganz ein wichtiger Punkt, weil man ja auch lernen muss, wie Juristen reden und dass Juristen lernen, wie man mit Technikern und bei Anführungszeichen umgeht und umgekehrt natürlich. Weil wenn man immer mit Juristen redet, dann kommt man in ein Fahrwasser, man sagt, ja, gern das Juristendeutsch und das wird es wahrscheinlich in der IT genauso geben, wo man eigentlich die Masse der Bevölkerung, die Anwender einfach nicht mehr mitnehmen kann. Und das ist auch ein großes Problem in der Juristerei, muss man ganz ehrlich sagen.
wenn man sich oft Gerichtsentscheidungen liest oder auch Behördenentscheidungen liest, die man einfach nicht mehr versteht. Nämlich vielleicht auch intellektuell nicht versteht, vielleicht liegt es an mir, aber selbst dann ist auch ein Problem, weil das ist schon ein ganz zentraler Aspekt, dass man Gesetze, Entscheidungen versteht, und zwar jeder versteht und nicht nur Fachleute. Und es kann nicht sein, dass man permanent Gerichtsentscheidungen über zig Seiten kommentieren muss, damit man es versteht, sondern das muss auch anders gehen. Und dass es auch anders gehen sollte oder müsste, zeigt auch ein ganz zentraler Grundsatz, nämlich der Grundsatz der Technikneutralität des Rechts. Der oberste Gerichtshof wird nicht müde, immer wieder in Entscheidungen zu schreiben, das Recht ist technikneutral formuliert, insbesondere im Urheberrecht. Das Urheberrecht ist es gibt eine Renaissance des Urheberrechts. Das Urheberrecht ist ein altes Gesetz, das Urheberrechtsgesetz ist ein altes Gesetz aus dem Jahr 1936, aber ist derzeit in aller Munde, ob man über die rechtlichen Aspekte von Uploads, Downloads, Streamen, was auch immer, Recording, Distance Learning, Sie werden sehen, das Urheberrecht ist allgegenwärtig. Sie werden aber im Urheberrechtsgesetz kein Wort finden, das nur irgendwie heißen würde, Download, Upload, Proxy-Server oder was auch immer, sondern das Urheberrecht ist technikneutral formuliert. Das heißt, es spielt eigentlich keine Rolle, ob man beispielsweise Inhalte oder ob ich die Folien jetzt, ob ich die online präsentiere oder im Hörsaal oder teilweise so oder so, teilweise im Hörsaal, teilweise jemand dazugeschaltet über Moodle, Zoom oder was auch immer. Es dürfte eigentlich rechtlich keine Rolle spielen. Das heißt, das Urheberrecht ist technikneutral ausgestaltet. Genau das Gleiche gilt auch für das Datenschutzrecht. Genau das Gleiche gilt im Übrigen auch für alle anderen Rechtsbereiche. Also es ist daher auch völlig irrelevant, ob man einen Vertrag NDA oder was nicht, License Agreement oder End User License Agreement oder wie auch immer bezeichnet. Letztlich ist das ABGB aus dem Jahr 1811 anwendbar und im ABGB werden Sie auch keine NDA-Verträge oder keine EULAs oder sonst irgendwas finden, sondern da findet man die Verträge, die es heute vor 210 Jahren gegeben hat, nämlich Kaufvertrag, Werkvertrag, Dienstleistungsvertrag, Dienstvertrag, Pachtvertrag, natürlich Bestandsvertrag, Schenkungsvertrag. Aber ansonsten wird man da nicht fündig werden. Das heißt, unser Recht ist technikneutral ausgestaltet. Das hat einen wichtigen oder zwei wichtige Vorteile aus meiner Sicht. Zum einen, wir Juristen müssen nicht immer permanent am letzten technischen Stand sein. Das ist sehr vorteilhaft für uns. Und wir können uns so quasi, also wir, jetzt sage ich jetzt einmal so aus Richtersicht, der Richter kann sich zurücklehnen und sagen, erklärt mir bitte, wie dieser komplizierte technische Sachverhalt für einen normalen Anwender zu verstehen ist oder dass er für einen normalen Anwender verstehbar ist. Also das ist der eine Teil. Und der zweite wesentliche Aspekt, der wirklich wichtig ist, es wäre fatal, wenn man rechtlich permanent mit allen neuen Entwicklungen mitziehen müsste oder möchte, weil da kommt nichts unter Anführungszeichen Gescheites raus. Sondern es ist viel besser, wenn man, und das ist die Schwierigkeit, die wir jetzt in der Covid-Situation sehen, wo immer wieder mal das eine oder andere Gesetz oder Verordnung daneben geht. Es ist viel besser, wenn man gute Gesetze baut und zwar so macht, dass sie so allgemein sind, dass man das wirklich lang andauernd und lang haltbar sind. Auf der anderen Seite aber nicht zu abstrakt werden, damit dass man alles drunter bringt und dass man sich dann gar nicht mehr auskennt. Und das ist auch die Kunst der Legistik, der Gesetzgeber, dass man gute Gesetze schreibt. Und man muss schon sagen, wenn man so das Urheberrecht anschaut aus dem Jahr 1936, es gibt ja viele, die sagen, das gehört alles neu geschrieben und das ABGB gehört neu geschrieben und das Unternehmensgesetzbuch ist aus dem Jahr 1868, also auch nicht, ist jetzt auch nicht gerade irgendwie ein Modetrend, sondern das sind alte Gesetze, die aber eigentlich, muss man schon sagen, ich finde, ganz gut funktionieren. Und wir haben auch einen großen Bereich künstliche Intelligenz.
einerseits an der FH, auf der anderen Seite haben wir gerade vor kurzem einmal ein Buch geschrieben und ich bin eigentlich wieder zum Schluss gekommen, unsere Gesetze, die sind eigentlich tauglich. Und da gibt es natürlich die ein oder anderen Anpassungen, das ist eh klar, aber letztlich passen sie. Also Grundsatz der Technikneutralität des Rechts, ein ganz wichtiger Grundsatz, der immer wieder auch vom obersten Gerichtshof, aber auch vom Gesetzgeber immer wieder erwähnt wird. Ich möchte Ihnen jetzt ganz kurz ein paar Einführungen geben zum Urheberrecht, dann kommen wir eh gleich zum Distance Learning oder zum digitalen Urheberrecht, sage ich jetzt einmal ganz untechnisch. Und dann im zweiten Bereich eine kurze Einführung zum Datenschutzrecht und dann vielleicht die eine oder andere Folie zum Distance Learning und Datenschutz geben. Und dann werden wir hoffentlich viel diskutieren und ich hoffe, dass ich eine oder andere Antwort geben kann. Wie ist das Urheberrecht eigentlich aufgebaut oder wie funktioniert Urheberrecht? Unser Urheberrecht in Europa oder in Österreich ist im sogenannten Urheberrechtsgesetz geregelt. In Deutschland auch im Urheberrechtsgesetz, in Frankreich das Gleiche und in Italien eigentlich in der ganzen Europäischen Union. Ich erwähne das deswegen, weil wir ein Urheberrecht haben und kein Copyright. Die Engländer sind jetzt nicht mehr, oder Großbritannien ist ja nicht mehr bei der Europäischen Union. Die Großbritannien, die hatten das Copyright, genauso wie die Amerikaner oder die Australier. Also alle die eher so irgendwie historisch eng verbunden waren mit Großbritannien, die haben eher das Copyright-System, wir haben das Urheberrecht. Das Urheberrecht geht zurück oder hat eigentlich ganz ein wesentlicher Ausgangspunkt war in Frankreich. Und das Urheberrecht schützt den Urheber und nicht so wie das Copyright denjenigen, der den Urheber bezahlt. Also der Arbeitgeber hat im Copyright die Rechte, bei uns im Urheberrecht hat der Urheber die Rechte. Es ist ein Urheberschutzrecht und nicht ein Investitionsschutzrecht. Urheberrechtlich geschützt ist alles, wozu eine eigentümliche, wichtig, eigentümlich bitte, nicht mit weichen D schreiben, sondern schon mit harten, eine eigentümliche geistige Schöpfung erforderlich ist. Dieses eigentümlich ist hat irgendwas zu tun mit ein bisschen was Geistiges, nicht bloß Handwerkliches. Die Grenze, wo es nicht mehr eigentümlich ist, ist äußerst niedrig. Der oberste Gerichtshof sagt immer wieder, letztlich geht es um eine Art Individualität und man könnte es auf den Punkt bringen. Es geht darum, dass man einen persönlichen Gestaltungsspielraum hat. Das heißt, immer dann, wenn ich etwas machen möchte und ich kann das, wie ich es mache, irgendwie frei gestalten, also ich habe einen Gestaltungsspielraum, immer dann kommt das Urheberrecht zum Tragen. Dort, wo ich etwas machen möchte und ich muss das in die eine oder andere Richtung machen, weil das vielleicht technisch bedingt ist oder technisch vorgegeben ist, da kriege ich kein Urheberrecht mehr, sondern es geht, wie gesagt, um den Gestaltungsspielraum. Und der Gestaltungsspielraum, der ist, wie gesagt, es geht relativ schnell Urheberrecht, ein Urheberrechtsschutz für eine Leistung zu kriegen. Beispielsweise meine Folien sind, ich habe ja da unten hergeschrieben, wenn Sie das vielleicht sehen, U-PP, U soll Urheber heißen, PP soll heißen Peter Burgstaller 2021, soll einfach heißen, dass ich es halt jetzt einmal geschrieben habe. Das muss man nicht hinschreiben, das ist freiwillig, ich habe es noch hinschrieben, um zu zeigen, ich schreibe auch U für Urheber hin und nicht C für Copyright, weil das einfach, das gibt es bei uns nicht. Also C hinzuschreiben ist völlig sinnlos, weil es das einfach nicht gibt. Außer in England und in Amerika und in Australien. Aber bei uns in Zentraleuropa, in der Europäischen Union nicht. Und nur, dass Sie sehen, wie schnell man eigentlich Urheberrechtsschutz kriegt, diese Folien sind mit Sicherheit urheberrechtlich geschützt. Und zwar deswegen, weil wenn ich zu jemandem sagen würde, schreib bitte eine Folie, wo du die allgemeinen Grundsätze des Urheberrechts hinschreibst. Dann bin ich überzeugt, dass irgendwie wird es dann schon einmal ein vielleicht jemanden geben, der es ziemlich ähnlich schreibt wie ich, aber es wird kaum jemanden geben, der die ganz konkrete Folie genauso schreibt, wie sie geschrieben hat. Nämlich genauso schreiben, meine ich nicht inhaltlich oder nicht nur inhaltlich, sondern dieses aufwendige Foliendesign, das ich gewählt habe, dass ich die Überschrift rot geschrieben habe und ein bisschen größer, dass ich dann Unterpunkte gemacht habe, dass ich da unten einen Pfeil gemacht habe und wie ich es heute halt gemacht habe. Da wird es kaum jemanden geben, der es so schreibt. Heißt, ich hatte einen Gestaltungsspielraum und damit ist es sicherlich urheberrechtlich geschützt. Die Frage ist,
wie weit geht der Urheberrechtsschutz? Also was ist jetzt, wenn jemand hergeht und wandelt diese Folie ein wenig ab? Da muss man sagen, dann kriegt er relativ schnell auch oder sie relativ schnell auch wieder einen Urheberrechtsschutz. Das heißt, das Urheberrecht entsteht extrem schnell, aber der Schutzbereich ist extrem eng. Das heißt, Urheberrechtsschutz, und da passt eigentlich der Begriff Copyright wieder, der Urheberrechtsschutz schützt eigentlich vor Kopieren. Wenn ich hergehe und ändere das ein bisschen ab, dann bin ich eigentlich schon wieder aus dem Urheberrechtsschutz draußen und habe eigentlich vielmehr für mich selber ein Urheberrecht begründet. Das Urheberrecht muss man auch nicht registrieren. Das Urheberrecht entsteht automatisch. Man kann es ja gar nicht wehren dagegen. Also ihr könnt da jetzt da nicht hinschreiben, ich möchte nicht Urheber sein, sondern ich bin es halt einfach. Ich muss nicht hinschreiben, dass ich Urheber bin, aber ich bin es. Ich kann da nicht verzichten drauf. Ich kann dieses Urheberrecht auch nicht übertragen. Da komme ich eh noch nur dazu. Ihr könnt jetzt nicht hinschreiben, Urheberin, Doppelpunkt, Tanja Jadin. Aber wenn es dafür Geld geben würde, liebe Tanja, könnte ich es nicht tun. Würde es gerne, aber ich könnte es nicht tun, weil das rechtlich nicht möglich ist. Also das Urheberrecht, das Recht, sich als Urheber zu bezeichnen, ist extrem, also nicht extrem, ist rein ein persönliches Recht. Das kann man nur im Erbweg, also vererben kann ich es immer. Aber unter Lebenden kann man es nicht übertragen. Die Schutzdauer des Urheberrechts ist extrem lange. Die Lebenszeit plus 70 Jahre. Insofern ist ja das, was ich da unten hergeschrieben habe, ein ziemlicher Nonsens, weil noch lebe ich. Interessant wird die Jahreszeit dann, wenn ich mal gestorben bin, weil dann sage ich 2021, bin ich tot. Also habe ich nur, und ich nicht mehr, wenn ich tot bin, aber meine Nachkommen haben dann nur bis 2091, dass ich richtig rechne, einen Schutz auf die Folien Entschuldigung, und könnten Lizenzen verlangen oder könnten jemanden verbieten, das zu verwenden. Also das Urheberrecht ist extrem lange. Keine Registrierung, es entsteht automatisch. Wichtig ist ein Urheberrecht, es geht nicht um die Qualität des Geschriebenen, des zum Ausdruck Gebrachten. Jeder, der ein Bild malt, egal wie künstlerisch wertvoll das ist, oder jeder, der was schreibt, ein Werk der Literatur verfasst, egal wie wertvoll, literarisch wertvoll das ist, ist völlig irrelevant. Der Ausdruck, es kommt darauf an, hatte ich einen persönlichen Gestaltungsspielraum. Und wenn ich das hatte, dann kriege ich einen Urheberrechtsschutz. Also es kommt nicht auf die Qualität des der Kunst an oder der Leistungen. Kunst ist jetzt vielleicht der falsche Ausdruck. Das Urheberrecht schützt aber nicht nur denjenigen, der etwas Neues schafft, nämlich ein Werk der Literatur, ein Werk der bildenden Kunst, eine Malerei, sondern das Urheberrecht schützt auch im Rahmen der sogenannten Verwandtenschutzrechte, schützt das Urheberrechtsgesetz auch die Personen oder ja, juristische Personen oder natürliche Personen, die Werke der Urheber, und der Urheber muss immer eine natürliche Person sein, also Urheber kann kein Tier sein, es muss ein Mensch sein, kann auch keine KI sein, keine starke KI, sondern es muss eine natürliche Person die Kreativität oder die Individualität zum Ausdruck bringen. Und die Personen, die diese Leistung dann verbreiten, in die Welt verbreiten, die kriegen auch einen Schutz, obwohl es vielleicht geistig gar nicht so viel beitragen, künstlerisch, kreativ beitragen. Zum Beispiel der Schalträgerhersteller. Der Schalträgerhersteller kriegt einen Schutz 70 Jahre nach dem Erscheinen des Trägers. Also zum Beispiel Neujahrskonzert, der Klassiker, da wird ja Musik von Komponisten aufgeführt, die längst, länger als 70 Jahre tot sind. Das heißt, die Musik an sich ist nicht mehr urheberrechtlich geschützt, aber die Aufnahme ist wieder geschützt für zugunsten des Schallträgerherstellers, der Firma Sony oder wer auch immer, und zwar 70 Jahre nach dem Erscheinen des Schallträgers. Oder die ausübenden Künstler, die Musiker, die Sänger, die Schauspieler vor allem, auch der Vortrag. Also auch der Vortragende eines Vortrags, einer Lehrveranstaltung beispielsweise, genießt für seine Tätigkeit Urheberrechtsschutz, wenn es ein bisschen ein lebhafter Vortrag ist. Also wenn ich mich nur hinstelle, die Arme verschränke und nur gerade ausrede und mit links und rechts schaue, dann vielleicht nicht, weil dann ist es irgendwie ja, nicht wirklich, da kommt keine Individualität zum Ausdruck. Aber es gibt ja oft sehr lustige Vortragende und die haben natürlich einen Urheberrechtsschutz drauf, selbst wenn sie etwas vortragen, was gar nicht urheberrechtlich geschützt wäre.
oder vielleicht nicht mehr geschützt ist, weil es schon abgelaufen ist. Irgendein altes Gedicht oder der Autor längst länger als 70 Jahre verstorben ist und ich würde das vortragen in einer lebendigen Art und Weise, dann würde ich für den Vortrag wieder einen Urheberrechtsschutz kriegen. So ähnlich wie beim Schallträgerhersteller sind auch die Rundfunksender, auch die genießen Urheberrechtsschutz im Rahmen der verwandten Schutzrechte für das Verbreiten des Filmwerks. Universum, da gibt es den Regisseur und den Produzenten, das sind die Urheber. Und der ORF verbreitet das Universum beispielsweise, sendet es durch den Rundfunk und damit kriegt auch der ORF beispielsweise ein Schutzrecht auf die ganz konkrete Rundfunksendung. Auch für diese verwandten Schutzrechte bedarf es keiner Registrierung. Wenn ich nun der Urheber bin, dann bekomme ich aus dem Urheberrechtsgesetz bestimmte Rechte. Grundsätzlich hat ja der Urheberrecht das freie Recht, zu entscheiden, was mit seinem Werk passiert. Ob ich das veröffentlichen möchte, wie ich es veröffentlichen möchte, wem ich Rechte einräume, wem ich nichts einräume, ob ich überhaupt veröffentlichen möchte, ob ich da unten meinen Urheberrechtszusatz dazu schreibe oder nicht. Das ist alles die freie Sache des Urhebers grundsätzlich. Und das Urheberrechtsgesetz unterscheidet zwei große Rechtsbereiche. Das eine, habe ich zuerst schon erwähnt, das sind die Persönlichkeitsrechte, die wirklich am Urheber bitten, nämlich insbesondere sich als Urheber zu bezeichnen. Wie gesagt, ich kann, dass ich der Urheber bin, dieser Folien nicht jemanden anderen einräumen. Ich kann nicht dieses Recht jemandem verkaufen. Das Einzige, was möglich ist, ist, dass ich das, wenn ich sterbe, im Rahmen der Verlassenschaft im Erbweg an jemanden weitergeben. Das können meine Erben, also meine gesetzlichen Erben sein, aber ich kann das durchaus auch im Testament jemanden vererben. Die Persönlichkeitsrechte haben daher natürlich einen wissenschaftlichen, künstlerischen Wert, klar. Der finanzielle Wert, die wirtschaftlichen Rechte oder die großen Einnahmen wird man mit den Persönlichkeitsrechten aber nicht machen, kann man ja gar nicht machen, weil es ja nicht übertragen kann. Den wirklichen wirtschaftlichen Wert stellen die sogenannten Verwertungsrechte dar. Ich nenne es daher auch wirtschaftlichen Rechte. Das sind nämlich die Rechte, die man auch tatsächlich jemanden anderen einräumen kann. Man kann es übertragen, man kann es teilweise übertragen, geografisch, zeitlich beschränkt, sachlich eingeschränkt. Man kann jemandem ein exklusives Recht, jemandem ein einfaches Recht, ein alleiniges Recht. Da kann man kreativ sein, wie man will. Da gibt es eigentlich kaum Vorgaben. Welche Verwertungsrechte gibt es? Das Urheberrechtsgesetz zählt diese Verwertungsrechte nämlich abschließend auf. Nur die im Urheberrechtsgesetz stehen, die existieren. Und da gibt es, ich habe die wichtigen, in der Praxis wichtigen, Senderecht ist natürlich auch wichtig, aber ich habe ein paar besonders hervorgehoben, nämlich rot hervorgehoben, das Bearbeitungsrecht. Ich erlaube jemandem, meine Folien zu verwenden und sage dann dazu, und du darfst das auch bearbeiten. Du darfst statt rot blau wählen oder du kannst das irgendwie bearbeiten, wie auch immer. Also ich kann das Bearbeitungsrecht jemandem einräumen. Ich kann das Recht zur Vervielfältigung einräumen. Vervielfältigung heißt kopieren. Die Kopien zu verbreiten ist ein eigenes Recht. Etwas vermieten oder verleihen, vermieten gegen Entgelt, verleihen unentgeltlich, ist ein eigenes Recht. Also ich kann nicht einfach in irgendeinen Musikshop gehen, kaufen dort noch eine CD, wenn es das überhaupt nur wer kauft, aber wenn ich mir nur eine CD kaufe, dann darf man nicht die CD kaufen und dann sage ich zu meinem Nachbarn, du, da wäre eine tolle CD. Wenn du das anhören möchtest, darfst du das eh anhören, musst du mal den Euro zahlen. Ich vermiete dir das Produkt. Also dieses Recht hätte ich nicht, wenn ich mal so eine CD kaufe. Oder vielleicht bei einer DVD ist es vielleicht ein bisschen praktischer. Also wenn ich mal eine Film-DVD kaufe, dann darf ich das nicht beim anderen einfach weitergeben. Sondern da habe ich mir das Recht gekauft, das für mich, sage ich mal, im Privatbereich zu nutzen. Aber ich darf nicht einen Film kaufen auf DVD und mache im Garten ein großes Gartenkino und lade die ganzen Nachbarn ein und da gibt es eine Filmvorführung. Vielleicht verlange ich auch nur einen Eintritt. Aber selbst wenn ich keinen Eintritt verlangen würde, hätte ich nicht das Recht dazu.
Das Folgerecht ist dann so für die Künstler, für die bildenden Künstler, die am Anfang wenig Geld für ihre Bilder kriegen, im Nachhinein vielleicht extrem teuer die Bilder weiterverkauft werden, dann kriegt der Künstler auch im Nachhinein noch ein Geld über dieses Folgerecht. Senderecht, das ist das Recht der Rundfunksender, etwas, und das ist wichtig, beim Senderecht geht es um eine digitale Verbreitung, um eine unkörperliche, korrekt. Beim Verbreitungsrecht geht es um eine körperliche Verbreitung. Also wenn ich Kopien anfertige auf Hard, eine Hardkopie, und ich verbreite das, dann mache ich das Verbreitungsrecht. Wenn ich etwas unkörperlich verbreite, und zwar, und das ist wichtig, zeitgebunden, aber ortsungebunden, ich sende etwas, dann brauche ich das Senderecht. Wenn ich etwas unkörperlich verbreite, Zeit und ortsungebunden, dann brauche ich das zur Verfügungstellungsrecht. Also wenn ich zum Beispiel wenn der ORF beispielsweise die Fußball-EM-Spiele jetzt durch Rundfunk sendet, zeitgebunden um 18.45 Uhr beginnt das Fußballspiel, dann muss er sich von der UEFA, das ist der rechte Inhaber der Fußballübertragungsrechte, dann muss er sich von der UEFA das Senderecht einräumen lassen. Wenn der ORF aber sagt, ich möchte es aber die noch arbeiten um 18.30 Uhr oder 45, die möchten sich das vielleicht gerne um 10.45 Uhr anschauen, das möchte ich gerne in die TVD geben, dann braucht der ORF das zur Verfügungstellungsrecht. Und das Besondere ist, man bezahlt immer für diese Rechte. Also die Rechte, die ich mir einräumen lasse, die bezahle ich. Und das zur Verfügungstellungsrecht, das ist eben das orts- und zeitungebundene, unkörperliche Verbreiten von Leistungen, das klassische ins Internet stellen. Make available to the public. Das ist das umfassendste Urheberrecht heutzutage und das ist auch das teuerste. Das Vortragsrecht, wenn jemand zum Beispiel das Aufführung oder Vorführungsrecht, wenn jemand jetzt, wir nehmen ja das auf, wenn jemand diesen Vortrag bei einer anderen Gelegenheit vorführen möchte, dann würde er dafür oder sie dafür das Vorführungsrecht benötigen. Also das Urheberrecht definiert genau, welche Rechte hat der Urheber und mehr gibt es nicht. Also jetzt könnte vielleicht irgendwann eine neue Technologie kommen, wo man dann sagen müsste, das passt irgendwie da gar nicht mehr rein, weil in diese Rechte muss man nämlich hineinpressen. Upload, Download, Stream, was auch immer, was noch alles gibt. Das muss ich da irgendwie hineinbringen. Diese Rechte, die da stehen, mit Ausnahme des Zurverfügungstellungsrechts, das ist 2003 gekommen, also eher noch juristisch gesehen ein junges Recht, aber die anderen, na, das Folgerecht ist auch relativ neu, aber insbesondere die am Anfang da und auch das Senderecht, die sind alt, 1936. Technikneutralität des Urheberrechts, Online-Handlungen. Also wie kann man jetzt eigentlich aktuelle Nutzungen von urheberrechtlich geschützten Werken, und es geht wie gesagt immer um urheberrechtlich geschützte Werke, wie kann man jetzt die irgendwie in diese wirtschaftlichen Rechte einordnen? Und da gibt es mittlerweile einige Entscheidungen, die diese Einordnung auch so bestätigt haben. Europaweit ist es ziemlich einheitlich. Das wird gewährleistet durch Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs in Luxemburg, der ebenso europaweite Entscheidungen, die dann tatsächlich unmittelbar gelten, in allen Mitgliedstaaten erlässt. Und da gibt es eben die Entscheidung, wo man sagt, ein Download, wenn ich etwas aus dem Internet dauerhaft runterlade, zum Beispiel auf eine Festplatte, dann ist das ein Akt der Vervielfältigung, eine digitale Kopie sozusagen. Wenn ich etwas ins Internet uploade, der Öffentlichkeit zur Verfügung stelle, zeit- und ortsungebunden, dann ist das zur Verfügungstellungsrecht nach § 18a. Wenn ich einen Stream bereitstelle, also einen Stream aus Sicht des Anbieters, dann ist ein Livestream zeitgebunden, daher ist es eine Sendung, ein Senderecht. Wenn ich nicht zeitgebunden einen Stream zur Verfügung stelle, dann ist es ein zur Verfügungstellungsrecht nach § 18a. Aus Sicht des Nutzers, der den Stream konsumiert, egal ob live oder on-demand, ist es urheberrechtlich kein relevanter Vorgang, und zwar deswegen nicht, weil der Stream im anders als der Download kein dauerhaftes gesamtes Herunterladen voraussetzt und nur das dauerhafte Herunterladen, mit dauerhaft meine
nicht auf immer und ewig. Dauerhaft ist zum Beispiel auch, ich weiß jetzt nicht, was ich da für Zeit angeben soll, aber wenn ich was 5 Minuten runterlade, nach 5 Minuten, und ich lade runter und schaue mir es an, dann ist das ein Download, das ist ein Akt der Vervielfältigung. Wenn ich das so quasi on the fly konsumiere, ohne dass ich das gesamte Werk runterlade, sondern wirklich nur das Gesehene flüchtig gespeichert wird, sage ich jetzt einmal, dann ist das eben kein urheberrechtsrelevanter Vorgang. Das hat der Gesetzgeber in § 41a so festgehalten, dass er gesagt hat, das flüchtige, technisch bedingte Speichern ist kein Akt der Vervielfältigung. Zum Beispiel, was er damit regeln wollte, der Gesetzgeber, ist das durchs Internet surfen. Also wenn ich mir eine Website anschaue, dann Webseiten sind urheberrechtlich geschützt, üblicherweise. Da ist der Text geschützt, da sind Fotos drauf, da sind Grafiken drauf, da sind vielleicht Filme drauf. Also das ist eine Vielzahl an urheberrechtlichen Werken, sind da meistens auf Websites vorhanden. Und wenn ich mir das anschaue, dann mache ich ja eigentlich einen urheberrechtsrelevanten, setze ich einen urheberrechtsrelevanten Akt. Wenn ich das downloaden würde, dann wäre das sicher ein Akt der Vervielfältigung. Da muss man sich dann überlegen, ob das zulässig ist oder nicht. Wenn ich aber nur surfe und lade nur in den Arbeitsspeicher, so quasi, das ist technisch bedingt, sonst könnte ich ja nicht durchs Internet surfen, dann ist das eben, wie gesagt, urheberrechtlich nicht relevant. Das Gleiche ist beim Link. Wenn ich von einer Seite auf eine andere Seite verlinke, dann setze ich als Linksetzer keinen Akt der Vervielfältigung. Derjenige, der aber sich die verlinkte Seite anschaut oder diesen Inhalt konsumiert, der macht je nachdem, was er macht, wenn er downloadet, dann einen Akt der Vervielfältigung. Wenn er nur im Arbeitsspeicher nur surft, dann vorübergehend sich anschaut, dann ist das urheberrechtlich wieder nicht mehr relevant. Das Urheberrechtsgesetz hat dann auch noch datenschutzrechtliche Bestimmungen, Briefschutz, Bildnisschutz, Briefschutz, damit meint man vertrauliche Aufzeichnungen, auch Online-Aufzeichnungen, also der ganze E-Mail-Verkehr ist grundsätzlich als vertrauliche Aufzeichnung zu qualifizieren und darf nicht der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, wenn berechtigte Interessen verletzt werden würden, es sei denn, es gibt übergeordnete Interessen, also das Urheberrecht ist immer so. Das ist die Grundregel, das ist die Ausnahme. Übergeordnete Interessen sind immer mit Ausnahmen, sieht man, was als an vertrauliche Aufzeichnung, SMS zum Beispiel wäre vertrauliche Aufzeichnung, was da an der Öffentlichkeit oder an die Öffentlichkeit gelangt, insbesondere von Politikern. Aber da gibt es ja dann wieder ein übergeordnetes Interesse und das müssen sie die gefallen lassen. Ich als Privatperson müsste mir solche Veröffentlichungen natürlich nicht gefallen lassen. Das Gleiche ist beim Bildnisschutz. Mein Foto als Privatperson, als Nicht-Public-Figure, wie man so schön sagt, darf nicht ohne meine Zustimmung irgendwo in den Medien auftauchen. Das Foto des Bundeskanzlers schon. Oder von irgendeinem Ministern oder Kulturschaffenden oder Sportlern, die halt in der Öffentlichkeit generell sind. Die müssen sich so quasi mehr gefallen lassen als jemand, der nicht in der Öffentlichkeit ist. Jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt, nämlich die sogenannten freien Werknutzungen. Das Urheberrecht, wie ich es erst so erwähnt habe, besteht immer aus einem Grundsatz und einer Regel, nämlich der Urheber kann tun und lassen, was er mit seinem Werk will. Und davon gibt es eine ganz zentrale Ausnahme, eine ganz wichtige Ausnahme. Und diese Ausnahmen, das sind die freien Werknutzungen. Die freien Werknutzungen sind im Urheberrechtsgesetz ab § 41 geregelt. Das sind eben Ausnahmen. Ausnahmen sind eng auszulegen, streng auszulegen. Es geht um einen Ausgleich zwischen den Rechten des Urhebers auf der einen Seite, der natürlich zu Geld machen möchte, und auf der anderen Seite um Meinungsäußerungsfreiheit, um Forschung, Wissenschaftsfreiheit. Wenn ihr ein Buch schreibt, dann bin ich der Urheber. Mir wäre es natürlich viel lieber, wenn die Leute mein Buch kaufen und nicht, dass ich ein Buch an der Bibliothek kaufe und in der Bibliothek wird mein Buch gelesen oder zigmal kopiert. Kann ich aber nicht verbieten, weil das im Rahmen der freien Werknutzungen erlaubt ist, wie wir dann gleich sehen werden. Besondere Regeln im Urheberrechtsgesetz finden sich zur Nutzung im Hochschulbereich seit 1. Jänner 2016. Es hat es vorher natürlich auch schon gegeben, aber seit 1. Jänner 2016 ist es umfassend neu geregelt. Und da ist dann auch das Thema Distance Learning und so weiter vorhanden. Zu dem komme ich jetzt dann gleich. Zuvor aber noch, allgemein vom Urheberrechtsschutz ausgenommen,
Und daher ist es auch jetzt so erwähnt, im Hochschulbereich die ganze Thematik um Plagiate, wie viel darf man denn abschreiben oder nicht abschreiben, ob dann ist es urheberrechtswidrig oder nicht, was ist denn zitiert oder nicht zitiert, kommen wir eh nachher nur dazu zum Zitatrecht, aber eines gleich vorweg, es gibt viele Werke, die genießen überhaupt keinen Urheberrechtsschutz. Daher ist es auch rechtlich ein völliger Nonsens zu sagen, ab 30% abgeschrieben in der Bachelorarbeit ist ein Plagiat. Das ist ein völliger Nonsens, weil es gibt Dinge, die kann man halt einfach abschreiben. Zum Beispiel Gesetze, Verordnungen, Urteile, amtliche Veröffentlichungen. In der Juristerei, wenn ich irgendein Paper schreibe, da ist enorm viel abgeschrieben. Wie soll ich sonst ein Gesetz kommentieren? Ich muss ja abschreiben und dann zitieren. Und dann für den Zitieren brauche ich es nicht, weil es ja nicht urheberrechtlich geschützt ist. Aber ich muss es ja abschreiben, um mich dann damit auseinanderzusetzen. Und da habe ich natürlich viel mehr Übereinstimmung oder über Abschreibungen als in einem anderen Bereich. Insofern so muss man da höllisch aufpassen, ist es ein Plagiat, weil es urheberrechtswidrig ist, oder möchte ich einfach als Hochschule, dass nicht mehr abgeschrieben wird. Dann ist es natürlich eine Richtlinie der Hochschule, die zu respektieren ist von den Studierenden, die entsprechend zu kommunizieren ist und dann zu respektieren ist. Aber rechtlich zwingend ist das natürlich nicht. Die drei Hochschulparagraphen, jetzt sind wir schon beim Thema. Ich nenne es die drei Hochschulparagraphen. Der erste Hochschulparagraph ist die sogenannte digitale Kopie. Der Paragraph 42 des Urheberrechtsgesetzes sagt nämlich, dass man, wenn man ein Werk in körperlicher Form, also ein Buch zum Beispiel, wenn ich ein Buch kaufe, dann kann ich Hardcopies von diesem Buch herstellen, also Teile herauskopieren, ganze Kapitel herauskopieren und diese Kopie einem Kollegen in meiner Arbeit weitergeben, weil ich mir denke, das kann er brauchen. Dieses Hardcopy-Herstellen ist zum eigenen Gebrauch in der Firma erlaubt. Das kann der Urheber gar nicht verbieten. Vielleicht, das habe ich vergessen zu sagen, diese freien Werknutzungen, das sind Ausnahmen vom Grundsatz, dass der Urheber tun und lassen kann, was er will oder Zustimmungen erteilen kann oder entziehen kann. Diese freien Werknutzungen stehen zwingend Personen zu. Also das kann der Urheber gar nicht beschränken. Und wenn er 100-mal sagt, du darfst aber aus meinem Buch nicht kopieren, dann sage ich, der Paragraph 42 Absatz 1 sagt, doch, ich darf. Hardcopy im Unternehmen darf es weitergeben. Wenn ich in Hagenberg eine Zeitschrift kriege in Hardcopy-Form, kopiere einen Aufsatz heraus, weil ich mir denke, vielleicht die Tanja interessiert dieser Aufsatz, drücke ich aus, gebe ihn weiter, das ist perfekt erlaubt. Was ich nicht machen darf ist, und das ist der Absatz 4, der Punkt 2 hier, ich darf nicht, wenn ich ein Buch kriege, dass ich mir denke, oh, den Aufsatz oder den Beitrag, den könnte aber mein Kollege, könnte das interessieren und ich scanne das ein, ich mache eine digitale. Weil diese digitale Kopie, die ist nur zulässig bei natürlichen Personen zu privaten Zwecken. Und die Arbeit ist natürlich nichts Privates, im Gegenteil. Also ich kann hergehen und kann mir ein Buch kaufen oder irgendwas kaufen, das sind nicht nur auf Bücher, sondern ich kann mir eine CD kaufen, eine DVD und mache eine digitale Kopie, weil ich gern die CD oder die DVD im Keller, im Fernseher, im Rekorder einlegen möchte, im Wohnzimmer, im Schlafzimmer, eine Musik-CD im Auto und ich weiß nicht, wo sonst, im privaten Bereich als Privatperson, niemals im geschäftlichen Bereich. Und warum der Paragraph 42 auch ein Hochschulparagraph ist, ist der, dass Schulen, Hochschulen und andere Bildungseinrichtungen, mit Hochschulen meint man Fachhochschulen, pädagogische Hochschulen, Privatuniversitäten, Universitäten, also der tertiäre Bereich, dass diese Schulen, Hochschulen und andere Bildungseinrichtungen wie Privatpersonen betrachtet werden. Das heißt, im Hochschulbereich darf ich digitale Kopien herstellen, aber nur zum Zweck der Lehre. Also ich darf nicht eine digitale Kopie herstellen, weil ich es einer Kollegin weitergeben möchte, weil die vielleicht Interesse hat. Da muss ich schon kopieren, Hardcopy herstellen. Aber wenn Studierenden darf ich einen Aufsatz aus einer Zeitschrift, ein Paper aus einer Zeitschrift einscannen und den Studierenden per E-Mail zukommen lassen, weil es für die Lehre wichtig ist, weil wir uns damit auseinandersetzen in der nächsten Lehrveranstaltung. Ähnliches
gilt für E-Learning-Plattformen, Moodle-Paragraph, Paragraph 42g. Da steht drinnen, Schulen, Hochschulen und andere Bildungseinrichtungen dürfen zu Zwecken der Lehre veröffentlichte Werke in Moodle zur Verfügung stellen. Also ich scanne, und zwar sogar ganze Bücher. Ich scanne dieses Buch, weil ich möchte zur Gänze ein. 714 Seiten, 32 Seiten scanne ich ein und stöße ins Moodle hinein. Voraussetzung ist, dass es für die Lehre relevant ist. Also das ist natürlich immer, diese freien Werknutzungen, das sind ja Ausnahmen, die muss man natürlich immer eng interpretieren. Also wenn es notwendig ist, dann darf es. Ausgenommen sind Schulbücher. Das gibt übrigens auch bei den digitalen Kopien. Schulbücher darf man nicht kopieren. Die muss man sich tatsächlich kaufen. Aber Schulbücher verwenden wir in der Hochschule eher selten, sondern nur in den Schulen. Da muss man höllisch aufpassen bei Schulbüchern, dass man die nicht kopiert. Und der dritte Hochschulparagraf ist, man darf auch Filme im Unterricht vorführen, ohne dass man irgendwas großartig denke. Ausgenommen davon sind wieder Schul- und Unterrichtsfilme. Was ich nicht machen darf, ist natürlich auch wieder, der Film muss natürlich irgendwie im Zusammenhang mit meinem Vortrag oder mit meiner Lehrveranstaltung stehen. Also zum Beispiel irgendwie, so wie es in Schulen oft ist, so zum Schulende, ein Mickey Maus-Film, weil man immer recht weiß, Ende Juni, was man machen soll, das geht natürlich nicht. Außer im Zeichenunterricht vielleicht, dann würde es wieder passen. Aber einfach so zur bloßen Unterhaltung geht es nicht. Zitatrecht, der nächste ganz zentrale Punkt. Zitatrecht im urheberrechtlichen Sinn, im rechtlichen Sinn. Also ich rede nicht von Hochschulrichtlinien. Das ist die Autonomie der Hochschule, die können tun und lassen, was wollen, sofern das Recht natürlich eingehalten ist. Und das Recht, das Zitatrecht im Urheberrechtsgesetz besagt, dass rechtlich Zitieren einerseits nicht unbedingt heißt, pädagogisch korrekt zitieren, also das rechtliche Zitat geht viel, viel weiter als das, was an Hochschulen oft erlaubt ist. Das Einzige, was nicht geht, ist Zitieren um des Zitieren Willens, das geht nicht, man darf nicht einfach Zitate sammeln, sondern Zitieren heißt eine fremde Leistung übernehmen, um sich damit auseinanderzusetzen. Und da ist gar nicht so sehr die Frage, wie viel darf ich übernehmen, sondern das, was ich brauche, das übernehme ich. Und ich muss die Quelle angeben und ich muss den Autor angeben, wenn ich ihn finde. Und das Zitatrecht in § 42f hat ein paar Fälle aufgeführt, wo das Zitat jedenfalls zulässig ist. Und da gibt es ein ganz wichtiges Zitat, das wissenschaftliche Großzitat für wissenschaftliche Werke. Wissenschaftliche Werke sind jedenfalls Masterarbeit, Diplomarbeit, Dissertation und Habilitation. Wer so ein wissenschaftliches Werk schreibt, der kann auch ein sogenanntes wissenschaftliches Großzitat und Anführungszeichen machen. Das heißt, und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, er darf sogar einzelne Werke zitieren. Und einzelne Werke ist ein ganzes Buch. Im Unterschied zum kleinen Zitat in der Bachelorarbeit und in der VWA, der vorwissenschaftlichen Arbeit oder Seminararbeit, da darf man nur einzelne Stellen eines Werks zitieren. Das heißt, der Gesetzgeber unterscheidet beim wissenschaftlichen Zitat, beim Zitieren in einer wissenschaftlichen Arbeit, im Vergleich zum Zitat in einer nicht wissenschaftlichen Arbeit. Und wie gesagt, beim großen Zitat darf ich ganze Bücher, einzelne Werke. Und ein Werk ist ein ganzes Buch. Außer es kann schon Bücher geben, wo einzelne Kapitel in sich abgeschlossen sind. Da können wir sagen, ja, das Kapitel ist ein einzelnes Werk. Aber zum Beispiel in dem Buch, das ich da habe, das ist ein Urheberrechtsbuch, das ist ein fortlaufendes Lehrbuch. Wenn ich möchte, kann ich das in der Dissertation, in der Diplomarbeit, Masterarbeit zur Gänze zitieren, sofern es notwendig ist, das ganze Werk zu zitieren. Das ist natürlich immer die Voraussetzung und da reduziert sich das natürlich eh immer, weil ich mich damit auseinandersetze. Das kleine Zitat, wie gesagt, in der VWA, in der Bachelorarbeit, jetzt kann man natürlich sagen, Bachelorarbeiten sind auch wissenschaftliche Arbeiten, kann schon sein, aber die Vermutung ist eher, Bachelorarbeiten, VWAs gelten eben nicht als wissenschaftliche Arbeit. Die Klassiker, Masterarbeit, Diplomarbeit, Dissertation und so weiter, eher schon, oder nicht eher, sondern im Zweifel schon. Und dann kommt da noch ein wichtiger Punkt in wissenschaftlichen belehrenden Vorträgen, online wie offline, also hier, genauso wie man in der Lehrveranstaltung steht, im Hörsaal steht.
In solchen Vorträgen darf ich auch fremde Leistungen zitieren, zum Beispiel Fotos, Grafiken oder was auch immer. Voraussetzung, ich setze mich damit auseinander. Und Sie werden vielleicht gesehen haben oder Sie werden am Ende des Vortrags sehen, Sie werden bei keiner meiner Folien irgendwie ein lustiges Mickey-Maus-Männchen sehen, um Zuhörer aufzumuntern, weil es schlicht und einfach unzulässig ist, außer ich hätte die Zustimmung. Aber die Mickey-Maus ist nur dann zulässig, wenn ich mich mit der Mickey-Maus auseinandersetze. Und wir haben ja auch oder immer wieder mal so Fälle, wo man Fotos zitiert, weil jemand etwas gesagt hat und dann zitiert man auch das, was er gesagt hat. Und da kann ich nur sagen, ein Foto zitieren, weil jemand was gesagt hat, ein Foto vom Bundeskanzler zitieren und dann drunter schreiben, zitieren, was er gesagt hat, weil ich mich dann damit auseinandersetzen will. Da kann ich nur sagen, das ist schlicht und einfach kein korrektes Zitat, weil das, was er gesagt hat, der Bundeskanzler, das schon, das muss ich ja zitieren, weil sonst kann ich mich nicht damit auseinandersetzen. Aber das Foto brauche ich dafür nicht. Und in der Regel beschweren sich nämlich nicht die Abfotografierten, sondern die Fotografen. Und zwar auch zu Recht. Ich darf fremde Leistungen nur dann übernehmen, und zwar auch im Zitatbereich, auch in der Wissenschaft und Lehre, wenn ich mich mit dem Zitierten auseinandersetze. Und der kann ich wirklich nur jedem sagen, passen Sie auf bei Vorträgen, dass Sie nicht irgendwelche fremde Leistungen verwenden, die man nicht unbedingt braucht. Nur zur Belustigung, das ist kein ausreichender Grund, um zu zitieren. Und wie gesagt, wichtig ist so und so immer Quelle und Autor angeben. Aufnahme eines Lehrveranstaltungsvortrags, egal ob hier oder im Hörsaal, ohne Zustimmung des Vortragenden natürlich unzulässig. Warum? Alleine meine Stimme ist geschützt. Zwar nicht nach dem Urheberrechtsgesetz, aber nach dem ABGB. Stimme ist ein Persönlichkeitsrecht. Dann natürlich ist das Bildnis urheberrechtlich geschützt. Das Bildnis ist natürlich auch datenschutzrechtlich geschützt. Der Vortrag, die Vortragstätigkeit ist meistens, wie ich zuerst erwähnt habe, wenn es nicht ein ganzer ein geradeaus Vortrag ist, auch urheberrechtlich geschützt als Vortragender und dann natürlich auch die Vortragsfolien, die aufgezeichnet werden, sind urheberrechtlich geschützt als Werke der Literatur. Literaturempfehlung zum Urheberrecht habe ich da aber angeführt. Sie kriegen natürlich die Folien oder haben es schon zum Nachschlagen. Ich habe da mal Eigenwerbung. Nein, 2017 habe ich ein Buch zum Urheberrecht für die Lehrenden. Und da, das ist auch so ein gelbes Buch, und da habe ich 80 Fragen und 80 Antworten. So typisch, was halt so ist im Hochschulbereich. Urheberrecht für Lehrende. Also was ist in der Vorlesung, was ist bei Prüfungen, sind Prüfungen geschützt, darf man Prüfungsfragen abfotografieren, darf man Prüfungsfragen weiterverwenden, meine Vortragsfolien als Lehrveranstaltungsleiter muss ich meinem Nachfolger übergeben. Jetzt muss ich ein bisschen Gas geben. Also 80 Fragen, die habe ich über die Jahre gesammelt und dann Antworten dazu geschrieben. Zum Datenschutzrecht. Das Datenschutzrecht ist auch geprägt von der Technikneutralität des Rechts. Das heißt, datenschutzrechtlich geschützt sind nicht nur, wird oft geglaubt, elektronische Daten, sondern auch manuelle Daten sind natürlich datenschutzrechtlich relevant. Datenschutzrechtlich relevant sind nicht nur mein Bild und mein Name, also klassische personenbezogene Daten, sondern auch sogenannte Pseudonyme, wie zum Beispiel IP-Adressen. Wichtig, deswegen kommen auch die Cookie-Einwilligungen, weil dort IP-Adressen gespeichert werden. IP-Adressen sind personenbezogen, daher datenschutzrechtlich relevant. Kfz-Kennzeichen, IBAN, Telefonnummer, Sozialversicherungsnummer, Personenkennzeichen an Hochschulen, an Universitäten oder wo auch immer. Also das ist alles datenschutzrechtlich relevant und ich muss die Grundsätze der DSGVO, Datenschutzgrundverordnung, die unmittelbar in Österreich gilt, zusammen mit unserem Datenschutzgesetz, das nach wie vor auch existiert, neben der DSGVO, die muss ich einhalten und auf die muss ich achten. Und auf was muss man da achten nach der DSGVO, dass man für die Datenverarbeitung, für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten einen Rechtsgrund hat. So wie am Anfang wird ja auch da auf Zoom mitgeteilt, es wird aufgezeichnet und man muss zustimmen. Wenn man weiter tut, continue oder weiter teilnehmen, dann stimmt man zu, dann habe ich eine Zustimmung, dass
das aufgenommen wird. Und dann ein ganz wichtiger nächster Grund ist, neben der Zustimmung brauche ich auch die Zweckbindung. Das heißt, dass die Daten, die Aufzeichnung des Vortrags auch nur zu dem Zweck verwendet werden, zu dem ich meine Zustimmung gegeben habe. Also wenn jetzt diesen Vortrag bei einer anderen Veranstaltung vorspielt, dann glaube ich nicht, dass ich dazu meine Zustimmung gegeben habe. Ich habe die Zustimmung gegeben, dass der Vortrag aufgezeichnet wird zur Verwendung, dass man noch schaut, dass man noch hört, dass man noch liest, klarerweise, aber nicht, dass man woanders sogar vielleicht entgeltlich aufführt. Im Distance Learning ist ein großes Thema die Datenübermittlung. Die Datenübermittlung. Und zwar, die DSGVO kreiert ja ein einheitliches Datenschutzniveau in der Europäischen Union. Das heißt, ob man Daten in Österreich verarbeitet, speichert oder in Irland oder in Finnland, ist eigentlich gleichgültig, weil ja überall die DSGVO gilt und die DSGVO eigentlich ein Schutzniveau für uns betroffenen Personen sicherstellt. Und zwar ein ausreichendes Schutzniveau. Heikel wird es, wenn die Daten außerhalb der EU verarbeitet werden, gespeichert werden. Und da gibt es ein paar Länder, die hat die Europäische Kommission als sichere Drittstaaten, datenschutzrechtlich sichere Drittstaaten bezeichnet, wo eben ein Datenschutzrecht existiert, das unserem DSGVO-Recht entspricht oder unserem Datenschutzrecht entspricht. Und solche Länder sind zum Beispiel die Schweiz, Norwegen, Argentinien, Kanada, Japan vor allem auch. Also es sind schon wichtige Länder, aber ganz, ganz, ganz wichtige Länder sind nicht dabei bei diesen sicheren Drittstaaten, nämlich China, Russland, Ukraine, USA natürlich, Brasilien, Indonesien, Australien. Also große Länder, mit denen viel Datentransfer passiert, wo viele IT-Dienstleister sitzen. Und bei diesen Ländern hat man echt ein Problem. Da muss man nämlich hergehen und muss, wenn man beispielsweise Daten an ein indisches Unternehmen übermittelt, weil das mein IT-Dienstleister beispielsweise ist, dann muss ich mit diesem indischen Unternehmen eine sogenannte vorab genehmigte Vereinbarung abschließen, nämlich eine vorab genehmigt heißt, vorab genehmigt von der EU-Kommission. Die EU-Kommission hat einen Mustervertrag zur Verfügung gestellt und hat gesagt, wer diesen Vertrag verwendet, der ist safe, wenn der Datenimporteur das unterschreibt. Und diesen Mustervertrag, den muss man unterschreiben, den muss der Datenexporteur, also ich beispielsweise, wenn ich Daten nach Indien übermittle und der indische Vertragspartner als Datenimporteur unterschreiben. Darin verpflichtet sich der indische Unternehmen, dass er die DSGVO einhält oder die europäischen Datenschutzgrundsätze einhält. Und dann passt das. Er verpflichtet sich also vertraglich, weil es kein Gesetz dafür gibt. Das funktioniert eigentlich ja ganz gut, weil es eben diese vorab genehmigten Vereinbarungen gibt. Die sind zwar nicht ganz aktuell, aber da wird dran gearbeitet. So geht es. Ein ganz heikles Problem oder heikles Thema ist die USA. Und zwar deswegen, weil der Europäische Gerichtshof ja im Juli 2020 in der sogenannten Schrems II-Entscheidung das sogenannte EU-US Privacy Shield gekippt hat, genauso wie es vor ein paar Jahren mit dem Safe Harbor Abkommen gemacht hat. Der EuGH hat nämlich gesagt, es hilft eigentlich gar nichts mit den USA, wenn man diese vorab genehmigten Verträge unterschreibt von der EU-Kommission, weil die amerikanischen Unternehmen oder bestimmte amerikanische Unternehmen von Gesetzes wegen verpflichtet sind, auf Daten ihrer Tochtergesellschaften, egal wo die sind auf der Welt, auf diese Daten zuzugreifen und den Behörden unter bestimmten Voraussetzungen herauszugeben. Dazu gehören zum Beispiel Unternehmen, die dem sogenannten FISA, den Federal Investigation Surveillance Act, unterliegen. Das sind Unternehmen, die an Börsen gehandelt werden. Wenn Muttergesellschaften, US-Muttergesellschaften in den USA an Börsen notieren, dann sind sie verpflichtet, auf alle ihre Tochtergesellschaften zuzugreifen. Das gilt für Microsoft-Produkte Teams, Skype, für die Google Meeting, für die WebEx, für die Zoom-Tools. Das sind alles US-basierte Unternehmen, für die ganzen, natürlich für die ganze WhatsApp-Thematik. Und weil das so ist, hat der Europäische Gerichtshof gesagt, reicht es nicht,
bloße Vereinbarungen zu treffen, sondern man muss auch technische Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass die Behörden auf diese Daten zwar zugreifen können, aber halt nichts anfangen können, weil sie zum Beispiel verschlüsselt sind. Und da gibt es die verschiedensten Überlegungen, was man da machen kann. Da gibt es diese Thematiken um den sogenannten Customer Key Encryption, die Microsoft jetzt anbietet, dass man sagt, man verschlüsselt Daten und der Schlüssel oder die Schlüsseldaten liegen ausschließlich beim europäischen Kunden, sodass die amerikanischen Behörden nicht zugreifen können. Aber das ist eh schon wieder abgeschwächt, weil die amerikanischen Behörden das natürlich nicht wollen, schlicht und einfach. Deswegen ist das ein ganz ein großes Problem, de facto bei allen US-Anbietern, sofern die unter diesen FISA Act fallen oder die Executive Order. Das ist so eine Verpflichtung, wo amerikanische Unternehmen mit amerikanischen Behörden zusammenarbeiten wollen müssen, aus welchen Gründen immer. Auch bei diesen Unternehmen ist ein Zugriff der amerikanischen Behörden erlaubt. Das heißt, im Wort müssten wir hergehen als Europäer und müsst immer, wenn man mit amerikanischen Firmen zusammenarbeitet, müssen wir denen ein Schreiben hinlegen und sagen, unterliegen Sie dem FISA oder unterliegen Sie einer Executive Order 12.333 oder einer ähnlichen gesetzlichen Norm, die Sie zur Herausgabe der Daten an Behörden verpflichten oder nicht. Und da muss angekreuzelt werden, ja oder nein. Und wenn ja angekreuzelt wird, kann man nur sagen, Hände weg, es sei denn, es gibt tatsächlich technische Maßnahmen, die es bis dato ja nicht gibt, aus meiner Sicht. Also ich kenne zumindest nichts. Und dass das nicht so ohne weiteres, dass das nicht einfach so herausgesagt ist, wie ich das jetzt sage, kann ich nur auf eine Publikation der Berliner Beauftragten für den Datenschutz und Informationssicherheit zur Anbieter von Videokonferenzen verweisen aus dem 18. Februar 2021. Zudem gibt es auch beispielsweise jetzt aktuell zu WhatsApp eine Erklärung des Datenschutzbeauftragten in Hamburg, wenn ich mich nicht irre, aus dem März oder April 2021 und auch eine European Data Protection Board Recommendation, das ist so die europäische Beratungsbehörde, wo alle Länder, EU-Mitgliedstaaten Vertreter haben, die immer wieder Empfehlungen herausgeben. Und dieser Empfehlung 1/2020 wird genau auf diese Thematik hingewiesen. Wenn Daten in die USA übermittelt werden, reicht es nicht, bloße Vereinbarungen mit dem Datenimporteur abzuschließen, sondern es bedarf auch technischer Maßnahmen. Im Distance Learning ist er aus datenschutzrechtlicher Sicht relevant. Welcher Dienst wird verwendet? Wenn das ein rein europäischer Dienst ist, super. Wenn das ein Dienst ist, der in sicheren Drittstaaten sitzt, super. Wenn das ein Dienst ist in nicht sicheren Drittstaaten, dann muss man diese vorab genehmigten Verträge unterschreiben. Und wenn er in den USA sitzt und dem FISA oder dieser Executive Order unterliegt, dann muss man auch zusätzlich technische Maßnahmen ergreifen, um den Zugriff von US-Behörden nicht zu verhindern, weil das kann man nicht, aber dass zumindest nur verschlüsselte Daten dort liegen. Jedenfalls solche Daten, wo man nicht auf eine natürliche Person schließen kann. Wo liegen die Daten? Wir haben jetzt gerade WhatsApp Business zum Beispiel. WhatsApp Business. Und da steht drinnen, dass die Nutzer von WhatsApp Business beauftragen WhatsApp Irland, dass die Daten an die WhatsApp Muttergesellschaft in die USA übertragen werden. Also die beauftragen, die steht drinnen. Also ganz, ganz kuriose Vertragskonstruktionen. Also wer das unterschreibt, da kann ich nur sagen, gratuliere. Das kann ich privat, okay, da kann man das eine oder andere machen, aber im geschäftlichen Bereich kann man sowas eigentlich nicht akzeptieren, das muss man schon sagen. In welcher Form werden die Daten wo abgelegt? Ganz zentral, und wer hat den Zugriff auf die Daten? Also Daten werden oft an Dritte weitergegeben. WhatsApp gibt Daten an alle Partner des Facebook-Konzerns weiter. Das geht natürlich überhaupt nicht. Also es macht in diesem Zusammenhang auch im Sinne der Technikneutralität des Rechts auch keinen Unterschied, ob man Daten aufzeichnet, ob man nur Standbild verwendet, ob man nur einen Namen verwendet. Das alles sind personenbezogene Daten und unterliegen daher der DSGVO. Und parallel zur Frage der Datenübermittlung, wohin werden die Daten übermittelt, in einer sicheren Drittstaat, USA oder sonst irgendwohin, muss man immer genau achten,
habe ich einen Rechtsgrund und werden die Daten auch zu dem Zweck verwendet, zu dem ich einen Rechtsgrund, nämlich eine Zustimmung bekommen habe. Auch hier eine Literaturempfehlung, ganz zwei witzige Bücher, auch mit Fragen und Antworten und Muster. Einerseits allgemein zur DSGVO, andererseits DSGVO in der Personalpraxis und dann natürlich kostenlos erhältlich, auch ein ganz wichtiges Dokument, natürlich die DSGVO und natürlich unser Datenschutzgesetz. Jetzt habe ich natürlich ein bisschen überzogen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ich bin jetzt ganz Ohr auf wahrscheinlich viele Fragen und werde jetzt einmal meinen Screen wieder entscheren. Ja, vielen Dank. Ja, bitte. Super, herzlichen Dank. Ich kenne ja schon deine spannenden Vorträge und deine vielen Inputs, die man hier bekommt. Und insbesondere ist es ganz super, auch sozusagen rechtlich, dass wir deinen Vortrag hier aufzeichnen dürfen, um auch für die Nachlese bereitzustellen. Weil ich glaube, das muss erst einmal ein bisschen sacken, was man da als an Input bekommt und mal schauen, was heißt das jetzt eigentlich alles, weil es ja doch sehr viele rechtliche Grundlagen sind. Das eine oder andere ist sicherlich auch schon bekannt, ja, aber andererseits auch ändert sich ja immer wieder. Du hast auf einige gesetzliche Änderungen hingewiesen, die dann immer wieder auf uns zukommen. Das macht natürlich weiterhin auch für uns die Lehre natürlich auch weiter herausfordern, gerade insbesondere jetzt im Distance-Learning-Bereich. Ich möchte jetzt aber gar nicht allzu viel jetzt da zu sagen oder mit dir jetzt da sozusagen gleich zum Diskutieren anfangen, sondern eigentlich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern sozusagen das Wort übergeben in dem Sinne, in dem ich jetzt die Fragen an dich weiterleiten werde. Und ich fange einfach mal ganz oben an. Wir haben einige Fragen bekommen. Erst einmal herzlichen Dank an unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer, hier auch mit dazu sozusagen in die Diskussion einzusteigen. Reinhold Madritsch fragt hier, bleiben die Rechte an meinen Vorbereitungen, also zum Beispiel, wenn ich E-Learning-Prüfungen mache, die ich für eine Hochschule erstellt habe, bei mir oder bei der Organisation, also sozusagen im Rahmen der Arbeitszeit erstelle? Also wie ich am Anfang erwähnt habe, wir haben ein Urheberrecht, das schützt den Urheber und der Urheber ist immer der, der die kreative Leistung macht, der die Folien macht, der die Prüfungen zusammenstellt. Im Übrigen sind auch die Studierenden natürlich Urheber für die Antworten, weil die sind ja wirklich kreativ, die Antworten zum Teil, und durchaus urheberrechtsfähig. Nein, man hat natürlich immer als Urheber die Rechte, aber man gibt diese Rechte oft auch im Arbeitsvertrag ab. Also ich habe immer so einen Lehr, also ich mache das eigentlich zum Spaß oft, aber es ist ja noch nicht schlagend worden, aber wenn ich so einen Lehrauftragsvertrag bekomme, da steht immer, oder bei einer Uni steht dort immer drinnen, jahrelang schon, ich übertrage halt alle Rechte an den Folien der Universität und erlaube, dass mein Nachfolger das verwendet. Und ich streiche das immer raus, streiche es immer durch und unterschreibe dann daneben und am Ende auch. Und ich weiß gar nicht, ob das überhaupt wer anschaut, dass ich das durchstreiche, aber ich habe es jedenfalls durchgestrichen und habe damit dieser Klausel nicht zugestimmt und damit liegen die Rechte bei mir. Und Sie können es eh haben, eh klar. Oder ja, das kann man sich dann überlegen, ob man es will. Aber die Rechte bleiben immer beim Urheber, auch wenn ich es während der Arbeitszeit gemacht habe. Und das ist im Übrigen ganz allgemein bei uns im Recht, auch im Patentbereich. Wer eine Erfindung macht, im Zuge seiner Arbeit, auch während der Arbeitszeit, der ist der Erfinder und der hat das Recht, ein Patent anzumelden. Und ich muss das nicht, bei öffentlich Bediensteten ist was anderes, aber im Privatbereich. Ich muss das nicht dem Arbeitgeber geben. Meistens wird es aber vereinbart natürlich. Aber wenn es nicht vereinbart ist, bleiben es beim Erfinder und beim Urheber die Rechte. Aber es steht ja oft in den Verträgen ja auch drinnen, glaube ich, einige Hochschulen machen das ja in Form von ihren Verträgen, wo sie das ja reinschreiben, explizit, genau. Dass sozusagen... Ja. Das, wie du es ja vorhin gesagt hast, auch Vervielfältigungsrecht oder genau. Verbreitungsrecht, wie auch immer, dann mal sozusagen an die Hochschule abgibt. Ja. Genau, das steht eigentlich in den meisten drinnen und man muss auch sagen, ein sorgfältiger Arbeitgeber macht das auch. Weil das ist natürlich schon, dann steht man da, wenn jemand nicht mehr eine Lehrveranstaltung hält und hat eigentlich nichts mehr. Und ich würde zum Beispiel, wenn man es wirklich fair macht, dann muss man eigentlich hergehen und muss sagen, ich lasse mir die Rechte einräumen, ich garantiere aber natürlich demjenigen, der die Folien gemacht hat,
dass ich halt auf seine Urheberschaft hinweise. Also ich habe jetzt auch von einer Kollegin, die ist in Grenz, habe ich eine Lehrveranstaltung übernommen und habe ganz groß hingeschrieben, Urheberrecht ist die Frau so und so und ich bin halt der LVA-Leiter und verwende mit Zustimmung der Frau so und so die Folien. Weil das, ich glaube, das Recht, ja, das steht dann einfach schon zu, dass der Urheber, da kann sie sich zwar nichts kaufen drum, weiß ich schon, aber es ist trotzdem auch ein Zeichen. Also was nicht geht, ist, dass man sich so quasi das aneignet und dass mich dann drunter schreibt, Urheber Peter Burgstaller. Also das wär natürlich echt, das ist ein Diebstahl, das muss man schon sagen. Das ist echt ein Diebstahl geistigen Eigentums. Mhm. Und auch strafrechtlich relevant übrigens. Also wenn ich Folien, also urheberrechtlich geschütztes Material stehle und das typische Beispiel dafür ist, dass mich ich dann auf einmal das Urheber drunter schreibe, ich lasse mir das an, das ist echter Diebstahl, Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren, wenn man das öfter macht. Mhm. Also ist so wie ein normaler Diebstahl. Mhm. Ja, ich greife gleich auf die nächste Frage. Ich hätte jetzt da gleich spontan 10 Fragen dazu, aber ich nehme lieber die Fragen aus dem Publikum heraus. Es gibt halt noch eine Nachfrage sozusagen in dem Bereich, von was ich im Unterricht darf. Wie sieht es denn mit Musiknoten im Rahmen des Unterrichts aus? Das ist eine schwierige Frage. Die Musik, das ist das. Ja. Das sagen meine Studierenden bei der Prüfung auch oft. Nein, jetzt lese ich den Gesetzestext vor, aber dann geht's eh. Schulen und andere und Universitäten und Bildungseinrichtungen dürfen zu Zweck des Unterrichts Vervielfältigungsstücke auch in digitaler Form herstellen. Dies gilt auch für Musiknoten, § 42 Absatz 6. Und zwar auch in digitaler Form. Ja, genau. Musiknoten im Hochschulbereich. Außerhalb des Hochschulbereichs nicht. Das ist insofern ein bisschen komisch ist die Frage natürlich nicht, aber der Gesetzgeber hat das so komisch geschrieben, weil der nimmt es nämlich dann im Absatz 6 schreibt, also im Absatz 8, also im Absatz 6 schreibt hinein, in Hochschulen, Schulen, Bildungseinrichtungen darf man Musiknoten auch in digitaler Form den Studierenden zur Verfügung stellen. Im Absatz 8 schreibt er dann wieder hinein, dass das nicht so erlaubt ist und das ist äußerst strittig. Da schreibt er nämlich hinein, folgende Vervielfältigungen sind unbeschadet des Absatz 6. Der Absatz 6 sagt, Musiknoten sind erlaubt. Unbeschadet des Absatz 6, jedoch nur mit Einwilligung des Urhebers zulässig, nämlich die Verwendung von Musiknoten. Also da widerspricht sich der Urheberrechtsgesetzgeber selber. Aber ich bin der Meinung, dass man es verwenden darf in digitaler Form. Zu Zwecken, also wenn es notwendig ist für die Lehrveranstaltung, darf ich Musik verwenden. Wir haben auch noch eine Frage in Bezug auf die Schulbücher. Und zwar von der Frau Ammerer, dürfen Schulbücher auch nicht kopiert werden, wenn die Klasse das Schulbuch hat und verwenden und beispielsweise ein Schüler das Buch vergessen hat? Ich würde sagen, aber das sage ich jetzt aus dem Bauch heraus, ja. Weil es geht darum, der Sinn des Schulbuchkopierverbots ist, dass man sicherstellen möchte, dass hochwertige Schulbücher zur Verfügung gestellt werden. Und dass Schulbücher, jeder Schüler soll ein Schulbuch haben und die Schulbuchverlage sollen, jetzt sollen gutes Geld verdienen, damit sie auch gute Autoren kriegen, damit man hohe Qualität hat. Das ist der Sinn. Und wenn jetzt die Schüler eh eins haben, dann wäre es wohl kopieren dürfen, weil es der vergessen hat. Deswegen glaube ich, dass das schon erlaubt ist, weil das eigentlich dem Zweck dieser Regelung widersprechen würde. Aber was nicht erlaubt ist, ist, dass eben die Hälfte kriegen das Schulbuch und die andere wird es einfach kopiert. Oder Schulbücher werden, also dieses Kopierverbot soll einfach nur sicherstellen, dass jeder Schüler sein Schulbuch haben soll, um hohe Qualität sicherzustellen, weil man sonst, das ist tatsächlich so, einfach keine Schulbücher mehr kriegen, keine guten, und die Verlage das auch nicht wollen. Ja. Also insofern sage ich aus dem Bauch heraus, ja, man darf, aber ich kenne jetzt da keine Entscheidung, wo das jemals schon mal eigentlich ausdrücklich so auch festgehalten wurde. Es gibt eine weitere, konkretere gesetzliche Anfrage von Michael Kopp in § 42g steht nicht Schulbuch, meint er,
sondern Werke, die ihrer Beschaffenheit und Bezeichnung nach zum Schul- oder Unterrichtsgebrauch bestimmt. Ja, genau. Er fragt, da gibt es ja ein höchstgerichtliches Erkenntnis, dass sich das ausschließlich auf die Schulbücher, aber nicht auf die sonstigen Lehrbücher bezieht. Na, genau. Also Schulbücher, ich verwende es immer in den Vortragsfolien, ich kürze es immer ab mit Schulbüchern. Unter Schulbücher meint man Bücher, die ihrer Aufmachung, so wie es da drinnen steht im Gesetzestext, das stimmt genau, zu Zweck des Unterrichts, das steht eben in 246a drinnen. Warten Sie mal, wie wird das? Die ihre Beschaffenheit und Bezeichnung nach zum Schul- oder Unterrichtsgebrauch bestimmt sind. Und dieser Schul- und Unterrichtsgebrauch, deswegen sage ich immer Schulbücher, der wird halt meistens dahingehend manifestiert, dass man in die Schulbuchliste eingetragen wird. Mhm. Aber die Schulbuchliste ist jetzt nicht abschließend, nur weil in der Schulbuchliste drinnen steht, das ist ein Schulbuch, sondern es kann auch durchaus ein Buch sein, das nicht drinnen steht. Ich kann Ihnen nur ein Beispiel sagen. Ich habe in Hagenberg einmal ein Vortragsfolien gehabt, und dann habe ich mir gedacht, bin ich blöd, mache ich ein Buch draus, sieht man das ja. Und ja, das steht bei mir ein Büro. Also, und habe hingeschrieben, Studien- und Lehrbuch, und habe das eingereicht beim Bildungsministerium, das ist schon so lange aus, weiß ich gar nicht mehr, dass das in die Schulbuchliste aufgenommen wird. Mhm. Und da habe ich dann den Bescheid gekriegt, leider nicht, das ist eben kein Buch, das zum Schulunterrichtsgebrauch gedacht ist, sondern das ist ein typisches Lehrbuch für Hochschulen und daher ist es eben kein Schulbuch und daher kann man kopieren. Weil wenn es mir ein Schulbuch gewesen wäre, dann hätten sie die Studierenden alle ein Buch kaufen müssen von mir, was mich gefreut hätte. Aber das ist mir halt nicht gelungen und insofern, und da ist auch drinnen gestanden beispielsweise ein Bescheid, ein Schulbuch zeichnet sich dadurch aus, dass beispielsweise, nicht zwingend, aber beispielsweise nach jedem Kapitel eine Überprüfung drinnen steht, wo die Schüler vielleicht was hineinschreiben oder anhakeln können. Also um die Schüler heute halt ein bisschen zu aktivieren, in den Büchern mitzuarbeiten und nicht so wie ein Lehrbuch, wo halt ein Kapitel nach dem anderen aber gebetet wird. Also insofern, das stimmt schon, Schulbuch ist jetzt nicht ganz der korrekte Begriff, sondern die ihrer Aufmachung und Darstellung auch zum Schulbuch. Ich glaube, da hat sie jetzt gerade die nächste Frage, die ich da gesehen habe, beantwortet, weil es gibt nämlich da so eine Frage, gibt es bestimmte Kriterien, an denen gemessen wird, wann man entscheidet, ist es jetzt ein Schulbuch? Ja? Und ich glaube, du hast es jetzt gerade beantwortet, dass das sehr wohl danach geschaut wird. Das hat auch Übungscharakter, da sind Übungsbeispiele drinnen, da sind Aufgaben integriert. Genau, und da gibt es ja tatsächlich so eine Kommission, ich glaube, das sind drei Personen gewesen, die eben begutachtet haben, ob dieses Werk von mir ein schulunterrichtsgebrauchstauglich ist. Und die haben gesagt, nein, das kann man natürlich bekämpfen wahrscheinlich. Klar, das wird irgendwann einmal, kann man einen Bescheid verlangen. Und wie gesagt, es muss nicht unbedingt in die Liste aufgenommen werden. Das ist sicher kein zwingendes Kriterium, aber wer in der Liste ist, der hat sogar, ich sage immer so, der hat die Vermutung, dass es ein Schulbuch ist. Genauso übrigens, wie ich zuerst gesagt habe, bei wissenschaftlichen Arbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, das ist eine Vermutung. Es gibt sicher auch Einzelfälle, wo man sagen muss, die Masterarbeit ist keine wissenschaftliche Arbeit oder eine Bachelorarbeit ist so cool und so super wissenschaftlich aufgebaut, dass man sagen muss, das ist eine wissenschaftliche Arbeit oder sogar eine vorwissenschaftliche Arbeit kann wissenschaftlich sein. Mhm. Also das ist eher nur, wie gesagt, eine Grundvermutung, die man widerlegen kann. Ja. Es gibt nämlich auch eine Frage in Bezug auf die Lehrbücher, also was man darunter versteht. Versteht man unter Lehrbücher klassischerweise nur jene für den tertiären Sektor oder auch für Grund- und Mittelschulen, also wenn man von Lehrbüchern spricht? Naja, der Begriff Lehrbuch, den gibt es ja eigentlich im Urheberrechtsgesetz nicht. Es gibt nur das Schulbuch und das Schulbuch zeichnet sich auch, also ist eben ein zum Schulgebrauch dienendes Buch und die Schule ist von der Unterstufe bis zur Oberstufe. Mhm. Aber es gibt sicher vielleicht auch Bücher, die in der vielleicht Oberstufe eingesetzt werden, die vielleicht kein Schulbuch mehr sind. Ja. Aber ich glaube, üblicherweise ist es nicht so. Üblicherweise sind es schon tatsächlich Schulbücher, die halt diesem Schulbuch-Kopierverbot unterliegen. Mhm.
Genau, aber das Stichwort kopieren, ich glaube, du liest parallel die Fragen auch dazu, gell? Weil du überleitest die immer zur nächsten Frage über, bitte. Das ist immer so super. Nein. Auf alle Fälle, das ist nämlich genau die Frage, nämlich mit dem Kopieren von Schulbüchern. Wie schaut es denn da, was ist das in der Lehrerinnenausbildung aus? Also wenn man dann zum Beispiel in der Lehrerinnenausbildung ein Schulbuch hat, und darf man die dann kopieren? Oder ist es dann genau das, was wir vorhin gehabt haben mit diesem als Hardcopy, darf ich es weitergeben digital in Moodle-Kurs, darf es den Studierenden, weil in der Lehrerinnenausbildung sind sie auch Studierende ja wieder. Wie ist es da? Aber diese Lehren, also in der Ausbildung, also auch die Studierenden dürfen ja keine Schulbücher kopieren. Also in der Lehrerinnenausbildung, hätte ich jetzt gesagt, gilt genauso der Paragraph 42, okay. Und da steht dort, Universitäten dürfen eben zu Zwecken der Lehre, auch bei der Lehrerinnenausbildungen, eben Kopien anfertigen, und dann steht eben dabei, die Befugnis zur Verfügung zum eigenen Schulgebrauch gilt nicht für Werke, die ihre Beschaffung und Bezeichnung auch zum Schulunterrichtsgebrauch bestimmt sind. Also wenn man in der Lehrerinnenausbildung Schulbücher verwendet, wird das gemacht, um die Lehrerinnen dann darauf hinzuführen, wie dann. Anscheinend, also es fragt der Reinhold Matritsch, vielleicht wenn der Herr Matritsch noch da ist, kann da gern ergänzend im Chat noch was reinschreiben, was genau damit gemeint ist. Also da steht die Frage, dürfen Schulbücher im Rahmen der Lehrerinnenausbildung kopiert werden? Ja, das würde vielleicht tatsächlich dann doch wieder bejahen. Und zwar deswegen einfach auch wieder, aber das sage ich jetzt wirklich so, ohne dass es tatsächlich irgendwie, ich habe mir es auch vorher nicht überlegt, aber ich glaube, der Zweck ist wirklich, dass die Schüler sich ein Buch kaufen sollen, damit wir gute Verlage und Autoren haben im Schulbereich. Mhm. Und es steht ja ausdrücklich herinnen zum Schulunterrichtsgebrauch. Und wenn ich jetzt ein Buch für die Lehrerinnenausbildung verwende, dann verwende ich es eben gerade nicht zum Schulunterrichtsgebrauch. Ja. Und dann glaube ich, dass man es tatsächlich vielleicht kopieren darf, ja, in diesem engen Bereich. Ja, könnte man schon vorstellen. Aber da bin ich jetzt sehr vage. Das weiß ich, weil ich mir selber nicht ganz sicher bin. Ja, vielleicht wäre es zum Ausbildungszweck für die Studierenden. Also in dem Sinne vielleicht dann gilt, weniger, dass halt zwischen Schülern vielleicht weitergeben wird. Genau. Weil ich glaube schon, dass der Sinn dieses Schulbuch-Kopierverbots die Weitergabe zwischen Schülern liegt. Insofern, ja. Ja. Könnte man vorstellen, dass das erlaubt ist. Ich schaue jetzt gerade, jetzt kommen wir ein bisschen zu einem anderen Fragenkomplex. Ich glaube, jetzt haben wir einen großen Fragenkomplex zu den Schulbüchern gehabt. Jetzt kommen wir zu einer Frage, dass das Plagiat betrifft. Und zwar gibt es eine Frage dazu, ob das jetzt bedeutet, dass ein Plagiat im hochschulischen Sinne ist eigentlich ein kleines oder großes Zitat, wo der Urheber nicht genannt ist und damit doch eine Urheberrechtsverletzung. Ja, also ich würde mal so sagen, beim Zitat, also ein pädagogisch korrektes Zitat muss immer rechtlich korrekt sein. Und rechtlich korrekt ist ein Zitat dann, egal wie viel ich, jetzt sage ich mal böse, abschreibe, im Sinne von zitieren, wenn ich Quelle und Autor angebe und ich setze mich mit dem Abgeschriebenen auseinander. Da macht der Gesetzgeber keine Einschränkung, wie viel ich übernehmen darf, und wenn ich mir jetzt blöd gesagt, vor 100 Seiten 80 abschreibe und den anderen 20, setze ich mir so genial mit allen 80 Seiten, und das ist wirklich notwendig, also dann würde das in der Theorie rechtlich passen. Ich kann aber natürlich schon sagen, die Hochschule mag das eigentlich nicht. Ich mag nicht, dass 80% abgeschrieben sind, sondern ich habe eigene Richtlinien und ich sage, Voraussetzung bei uns ist, dass jedenfalls natürlich das rechtlich eingehalten wird. Zitieren, weil ich mich damit auseinandersetze, plus Quelle und Autor. Und zudem sage ich, mehr als, weiß nicht, 20% dürfen halt nicht abgeschrieben sein. Das widerspricht unserer Richtlinie. Und wenn ich jetzt diese Richtlinie verletze, aber nicht das Gesetz, dann würde ich jetzt mir nicht sagen trauen, dass das ein Plagiat ist. Weil ein Plagiat ist für mich was Gesetzwidriges. Das Plagiat hat schon, denn da kann ich nicht sagen, da würde ich eher sagen, das widerspricht unseren Richtlinien und daher approbiere ich es nicht. Aber wenn ich jemanden Plagiatismus vorwerfe, dann sage ich zu ihm oder zu ihr, da wird abgeschrieben. Und ich habe beispielsweise
eben am Anfang, du hast es ja gesagt, ich bin auch Gerichtssachverständiger und ich habe heuer im Jänner hat es einen Gerichtsprozess gegeben, da ist auch um ein Plagiat gegangen, da ist auch da ist, glaube ich, auch die Habilitation irgendwie aberkannt worden und ein Nebenaspekt war ein Paper, wo was übernommen wurde und bei diesem Paper sind, wenn ich mich recht erinnere, 56% oder 65% abgeschrieben gewesen. Mhm. Aber durchaus zum Teil korrekt zitiert. Nicht immer. Das war dann so quasi das Ergebnis, dass dann tatsächlich ein Plagiat war. Aber wäre dieser Rest auch noch ordentlich die Quelle angegeben worden und sich damit auseinandergesetzt worden, dann hätte ich vielleicht sagen müssen, ja, widerspricht einer Hochschulrichtlinie, kann schon sein, aber gesetzwidrig, weiß ich jetzt nicht. Also ich würde mir nicht so sagen, da alles, was über 30% ist, ja, ist ein Plagiat. Ich kenne das ja auch, also bei uns, wir haben ja auch so Plagiatsprüfungssoftware, die ja dann immer so eine Prozentzahl ausspuckt und das ist ja dann auch immer, also selbst wenn ich es immer überprüfe, also so und so, ja, kriegt man ja ein ganz anderes Bild davon, weil es meistens ja dann die Plagiatsoftware ja gar nicht erkennt, genau, wenn sozusagen in korrekter Weise eben dieses kleine, große Zitat eben dann verwendet wird. Ja? Genau. Also genau, was ja sozusagen wissenschaftlich korrekt, also eben damit auseinandergesetzt worden ist, es ist zitiert worden, aber die Plagiatsoftware spuckt man sozusagen trotzdem als Prozentanteil mal offensichtlich sozusagen so dargestellt, das war jetzt ein Plagiat, ja. Ja, genau. Also ich bin da sehr, ich glaube, da muss man echt vorsichtig sein. Und gerade zum Beispiel in die Juristerei, ich habe mir ein Paper eingereicht, da waren auch irgendwie 60% angeschrieben und dann haben sie es zurückgeschmissen und gesagt, was soll ich tun? Ich muss das Gesetz reinschreiben. Genau. Kann man es ja nicht neu. Also, aber da gibt es vielleicht einen Richtigen, wo man sagt, ja, aber das lassen wir trotzdem nicht zu. Das passt ja. Aber ja, aber genau, so wie du sagst, Hochschulrichtlinie. Wir haben noch einige Fragen. Jetzt muss ich ein bisschen schauen. Ja, okay. So viele Fragen, aber man sieht, dass das Thema auf der Seele brennt sozusagen. Es gibt dann zum Thema Zitat noch eine weitere Frage. Und zwar muss ich mich mit dem Fotobild, Grafik sowohl auf der Folie als auch im Vortrag auseinandersetzen. Oder reicht also eine Auseinandersetzung im Vortrag? Ja, es reicht eine Auseinandersetzung im Vortrag. Mhm. Okay, das ist auch schon ganz interessant. Ja, und dann ist halt die Frage, wenn es weiter fortkommt, wie kann ich denn das beweisen? Aber jetzt losgelöst vom Beweisthema, weil ich kann natürlich sagen, nein, ich habe ja eh drüber gesprochen, bei den Folien kommt es halt nicht raus, und dann muss ich halt irgendwie. Aber das heißt zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Modell, also so eine Grafik aus einem Lehrbuch herausnehme, ja, scanne das ein zum Beispiel, bringe das auf meine Folien und setze mich damit auseinander jetzt an und sage, nimm Bezug drauf, genau, aufgrund eben von wissenschaftlichen Theorien und so weiter, dann ist das legitim dann. Also genau, ich würde sowieso immer, genau, die Quelle natürlich sowieso auch immer dazugeben. Genau, ja. Quelle gehört natürlich schon dazu. Quelle, Autor, beim Autor steht dabei, wenn er auffindbar ist, also da muss man halt ein bisschen Anstrengung unternehmen, ja, aber der Autor ist dann oft gar nicht mehr so notwendig, sondern gerade im gerade so Online-Veröffentlichungen, da findet man oft gar keinen Autor, da schreibe ich dann die Quelle hin. Mhm. Und dann reicht es. Und wie schaut es aus mit dem, eine weitere Frage, wenn ich, darf ich in einem belehrenden Vortrag, eben wie du eben das genannt, ja, hast, Screenshots von Webseiten verwenden, die ich im Vortrag dann auch behandle und die Quelle zitiere? Ja. Und eine zweite Nachfrage noch, dürfen die Folien im Nachhinein online zur Verfügung gestellt werden? Das nicht. Das steht nämlich ausdrücklich drinnen im Paragraph 42f. Da steht drinnen, das ist eine See. Genau. Also im Paragraph 42f, wo die Zitate geregelt sind, da steht drin, zulässig ist dies insbesondere, also das Zitat insbesondere, wenn, Ziffer 2, veröffentlichte Werke der bildenden Künste, bildende Künste, das sind Grafiken und alles, also nicht der Literatur, sondern Grafiken, Künste bei einem die Hauptsache bildenden, belehrenden oder wissenschaftlichen Vortrag, bloß zur Erläuterung des Inhalts öffentlich vorgeführt und dann, und die dazu notwendigen Vervielfältigungsstücke hergestellt werden. Und die dazu notwendigen Vervielfältigungsstücke heißt Ausdruck. Mhm. Also ein Vervielfältigungsstück ist immer
das Zeichen eines körperlichen Produktes. Also ich kann am Vortag machen, druck die Folien aus und händig's aus, aber ich dürfte es nicht elektronisch zur Verfügung stellen, da bräuchte ich dann tatsächlich wieder die Zustimmung. Und vielleicht noch ganz kurz zur Erklärung, weil ein paar werden Sie wahrscheinlich denken, warum wird da immer so unterschieden zwischen körperlich kopieren, das haben wir auch bei der Privatkopie, und unkörperlich. Der Hintergrund ist der, es geht immer um einen Ausgleich der Interessen des Urhebers und der Nutzer. Der Urheber kriegt ja ein Geld dafür, dass seine Werke kopiert werden. Und das kriegt er insbesondere über die Kopierabgabe, über die Reprografievergütung. Und die Reprografievergütung beim Kopierer ist viel, viel höher als die, früher hat man gesagt, Lehrkassettenvergütung, als die Speichermedienvergütung bei der Festplatte. Das heißt, wenn ich was digital speichere auf der Festplatte, kriege ich als Urheber auch was, aber viel weniger als im Rahmen der Reprografievergütung beim Kopierer. Und deswegen sagt der Gesetzgeber, dieses Digitale, das erlauben wir wirklich nur im privaten Bereich oder im Hochschulbereich, der wird gleichgestellt. Und sobald es irgendwie ins Kommerzielle geht, dann muss man halt einfach Hardcopies herstellen oder eben das Buch kaufen oder was auch immer. Oder den Urheber natürlich fragen und eine Lizenz lösen. Und deswegen wird da so feinsäuberlich unterschieden zwischen digitaler Kopie und Vervielfältigungsstücken. Es gibt nur Fragen, also wir setzen ja alle unterschiedliche digitale Tools ja ein, jetzt gerade bei der Online-Lehre, und es gibt dann noch so spezielle Fragen jetzt in Bezug zu verschiedenen Medien, die da eingesetzt werden, unter anderem zu Zoom eben, also Robert Mader fragt da, Zoom ermöglicht die Einstellung für die Meetings nur ermöglicht eine Einstellung eben, dass man eben für die Meetings eben nur europäische Server nutzt. Genau. Ist das nur Scheinoption, ist da die Frage, oder ist es tatsächlich dann so, dass da nur europäische Server verwendet werden? Ja, das ermöglicht ja Microsoft genauso und das ermöglichen ja alle US-Anbieter. Das war ja so quasi die Gegenoffensive damals schon 2016, wie das Safe Harbor-Abkommen gekippt ist, dass die Amerikaner gesagt haben, da müssen wir, weil die sind ja am Zug, das ist ja nicht unser Problem, sondern die Amerikaner wollen ja die Produkte verkaufen, und haben gesagt, ihr könnt sie einstellen, Data Rest Europe, glaube ich, ist das, oder aber das ist ja alles. Das ist nett, wenn man das einstellen kann, aber wenn die amerikanische Gesetzgebung sagt zu den amerikanischen Muttergesellschaften, ihr müsst die Daten absaugen von euren Tochtergesellschaften, dann bringt die Einstellung gar nichts. Das Einzige, was schon sein kann, ist, dass Zoom vielleicht nicht dem FISA Act unterliegt. Das muss ich ehrlich sagen, das weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Ich weiß, dass natürlich Microsoft dem unterliegt, weil die an der Börse sind, dass Google, Facebook, Amazon, Salesforce, das sind alles so große Unternehmen, Cloud-Dienstleister, die das Data Addressed Europe einstellen können, was sie wollen. Das ändert nichts daran, dass die amerikanische Muttergesellschaft verpflichtet wird. Und das Problem ist ja, wenn die Firma Microsoft, das habe ich so ein bisschen mitgekriegt, diesen Customer Key, wo sie sagen, ja, wir verschlüsseln und der Schlüssel bleibt beim Customer. Und noch in die USA gehen, im schlimmsten Fall nur die verschlüsselten Daten. Aber jetzt kommt ja schon wieder das Gegenargument, dass dann für Microsoft gesagt hat, ja, aber eine Master Key braucht man ja, weil man könnte ja, der User könnte ja die Zugangsdaten verlieren und dann möchte man ja das bereitstellen. Hey, aber wenn es eine Master Key gibt, dann haben die Behörden natürlich in Amerika auch, das können sie auch sagen, Hermin Key. Insofern, es bringt schon was, wenn man das einstellen kann, wenn das Unternehmen nicht diesen FISA-Act oder einen ähnlichen Gesetzen unterliegt, die halt Behörden den Zugriff erlauben. Und ob das bei Zoom so ist, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ob Zoom. Das heißt, das müssen wir recherchieren und auch schon, ob das jetzt bei Zoom jetzt der Fall ist. Also ich mache das zum Beispiel als Rechtsanwalt immer so, dass ich bei einer Firma sage, wir möchten gerade das und das einsetzen, dann sage ich, da habe ich so ein Formular. Und da sage ich, schickt denen das, die sollen erklären, wir garantieren, dass man nicht dem FISA Act unterliegt, dass man nicht diese Executive Order oder einem ähnlichen Gesetz unterliegt. Wenn sie mir das garantieren, dann passt es. Und so, also ich drehe da den Spieß um, weil wenn man das selber anfängt zu prüfen, ob die Firma Zoom, weiß nicht, irgendwo an der Börse, irgendwelche, weiß nicht, Aktien oder sonst was handelt, das ist ja sehr schwierig, würde ich sagen. Ja.
Wie schaut es denn aus, wenn ein Student einen Beitrag in einer aufgezeichneten Lehrveranstaltung bringt? Gilt er dann als Vortragender oder besitzt er Urheberrecht auf seinen Beitrag? Das heißt sozusagen, eigentlich wäre das ergänzend. Also ich habe einen Vortrag, also wenn ich es richtig verstehe, dann ist sozusagen, zeichne meine eigene Lehrveranstaltung auf, der bringt aber dann selber einen Beitrag. Ja. Dann drinnen ist der dann sozusagen Mitvortragender, urheberrechtlich dann, Urheberrecht. Ja. Wahrscheinlich von dem Part, oder? Weil von dem Gesamten kann er ja, sagen. Ja, genau. Nur für seinen Teil natürlich. Teil. Genau. Nur für seinen Teil. Also wenn das ein bisschen was Eigenes ist und nicht nur Ja oder Nein ist, sondern er macht vielleicht ein kleines Co-Referat, dann würde ich sagen, ja, dann hat er genau die gleichen Rechte wie ich als Vortragender für meinen Beitrag, hat er für seinen Beitrag. Die Barbara Zuliani fragt, also erst sagt sie mal herzlichen Dank für den tollen Vortrag, soll er weitergeben. Ja, gerne. Wie schaut es denn aus zum Beispiel mit Blogs, Klassenpinnwände, solche Sachen werden ja auch sehr gern verwendet. Und wenn man, dürfen da zum Beispiel auf den Blogs, Klassenpinnwände etc. Verlinkungen zu externen Seiten eingepflegt werden? Ja, warum eigentlich nicht? Also ein Link auf eine fremde Seite ist urheberrechtlich nichts Relevantes. So wie wenn ich von meiner Website, wenn ich das richtig verstehe, Link setze, dann macht der den Link benutzt, der macht eine urheberrechtsrelevante Handlung, nämlich eine digitale Kopie, entweder in Arbeit speichert und ist sehr unproblematisch, oder er lädt dann vielleicht die verlinkte Seite dauerhaft herunter, dann ist das eine digitale Kopie, die wieder zulässig ist zum privaten Gebrauch, im geschäftlichen Gebrauch wieder nicht. Also insofern, da hätte ich jetzt keine Bedenken. Hätte jetzt auch so von dem, was du vorhin gesagt hast, auch so verstanden, ja, eben wegen die Webseiten, wenn ich das verlinke. Genau. Ich nehme jetzt die letzte Frage, bevor wir dann nochmal zu den Schulbüchern kommen, weil da sind noch ein paar Zusatzfragen hineingekommen. Jetzt nehme ich noch die letzte Frage, die ich jetzt da drinnen habe, von der Gudrun Heinzelreiter auf. Darf eine aufgezeichnete Vorlesung, in dem eben auch die Studierenden aufgezeichnet werden, in einer anderen Vorlesung, Vortrag dann vorgeführt werden? Oder braucht man da explizite Erlaubnis aller Beteiligten, die da eben aufgezeichnet worden sind? Ja. Also das haben wir auch schon öfter gedacht, das ist ein ganz heikles Thema. Also wenn ich einen Vortrag mache, und da gibt es Zuhörer, dann die bringen auch Beiträge, dann ist es natürlich auch datenschutzrechtlich, aber auch urheberrechtlich, aber vor allem auch datenschutzrechtlich, will in die ein, dass halt in diesem Zusammenhang bei diesem Vortrag aufgezeichnet wird. Also da habe ich einen Rechtsgrund Einwilligung, weil sonst dürfen sie halt nicht mittun, wobei die Frage ist, ob dann die Einwilligung nicht erzwungen ist, aber sagen wir mal, die Einwilligung passt. Aber wichtig ist, dass sicherlich der Zweck der Einwilligung ist, Teilnahme an der Lehrveranstaltung, Verwendung dieser Aufzeichnung für diese Lehrveranstaltung. Und wenn ich das auf einmal für was anderes verwenden würde, dann wäre das eine klassische Zweckänderung und da brauche ich einen neuen Rechtsgrund. Genauso wie ich gesagt habe, ich habe da jetzt eingewilligt und das ist natürlich umfasst, dass man das verwendet und wie auch immer, aber wozu ich wahrscheinlich keine Einwilligung gegeben habe, ist, dass man das hernimmt, beim anderen vorführt. Ja. Also da glaube ich, muss man aufpassen. Ja. Aber man könnte es zum Beispiel, wenn man sagt, man kennt schon den Verwendungszweck zum Beispiel, wo man sagt, ich will es in Zukunft für weitere Lehrveranstaltungen einsetzen, kann man das dann ergänzen in die Einwilligung von den Beteiligten, dass man dann sagt, ich willige auch dazu ein? Ja, im Datenschutz, weil ich glaube eher, dass das tatsächlich ein datenschutzrechtliches Problem ist und im Datenschutz, die DSGVO, die hat ein ganz klares Verbot für sogenannte Koppelungen, dass man beispielsweise zu etwas einwilligen muss, damit man was anderes, was ich eigentlich haben möchte, konsumieren kann. Also ich glaube, da muss man höllisch aufpassen. Ich glaube, dass man das gar nicht lösen kann mit einer zusätzlichen Einwilligung, weil das eine Koppelung ist von einer Einwilligung, die eigentlich mit der ursprünglichen Vorlesung nichts zu tun hat. Ja. Das wäre was anderes. Man kann so Koppelungen schon machen, wenn ich eine Gegenleistung
Also wenn der oder die, die einwilligt, eine Gegenleistung kriegt. Aber also mir fällt da nur ein Beispiel ein, das ist zwar eine ganz andere Baustelle, aber trotzdem mit der Koppelung, da gibt es eine Sommerrodelbahn und bei der Sommerrodelbahn hat man bezahlt und mit dem Zahlen hat man eingewilligt, dass man fotografiert wird beim Runterfahren. Und da hat die Datenschutzbehörde gesagt, das geht überhaupt nicht. Das Fotografieren beim Runterfahren hat überhaupt nichts mit der Benutzung der Sommerrodelbahn zu tun. Aber wenn man hergegangen wäre und hätte gesagt, wenn ich dich fotografieren darf und auf der Website vielleicht veröffentlicht darf, dann musst du nicht 3 Euro zahlen fürs Runterfahren, sondern nur 1 Euro. Also eine Gegenleistung, wenn ich so eine Gegenleistung mache, dann also nicht bestrafen, sondern eher so wie die Versicherung. Das heißt, ihr müsst meine Studierenden was bezahlen dafür und dann war es wieder besser. Eine Pizza gratis und dann. Also, aber das ist das große Thema auch bei den Versicherungen. Die werden irgendwann einmal sagen, wenn ihr mir Gesundheitsdaten gibt, ja, brauchst du nur 30% weniger Prämie zahlen. Die werden nicht sagen, wer man es nicht gibt, muss 30% mehr zahlen, sondern die werden es umkürzen. Die werden sagen, wer man es gibt, kriegt dann einen Vorteil. Und das wird schon wahrscheinlich zulässig sein. Aber einfach so würde man das nicht brauchen. So, jetzt kehren wir nochmal zum Schluss. Wir sind zwar schon 5 Minuten über die Zeit, aber ich glaube, alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden uns das hoffentlich entschuldigen, dass wir leicht überzogen haben. Wir schließen noch etwas ab mit den Fragen zu dem Schulbuch, das wir am Anfang gehabt haben. Und zwar, der Herr Matritsch hat nochmal ergänzt zu seiner vorherigen Anmerkung. Er schreibt, ich nehme eben das Schulbuch, was vorher die Frage war, zum Zweck der Analyse her. Also eben jetzt für die Lehrerinnenausbildung. Ja. Und da haben wir ja das Thema gehabt, ist das jetzt, darf da das Schulbuch kopiert werden? Also das ist zur Zweck der Analyse, schreibt er als Ergänzung. Und was heißt das zum Zweck der Analyse? Das verstehe ich jetzt nicht. Das ist, also vielleicht noch eine Ergänzung, Herr Robert Mader schreibt, um didaktisch-methodische Inhalte eines Schulbuches in der Ausbildung zu besprechen. Ja. Eine weitere Ergänzung. Okay. Ja, das habe ich mir eben zuerst gedacht. Ich glaube, dass das tatsächlich zulässig ist, weil da ist der Zweck die Lehre und nicht der Gebrauch zum Schulunterrichtsgebrauch, sondern zur Lehre, zur Ausbildung. Und deswegen glaube ich, dass das tatsächlich zulässig ist, auch wenn es ein Schulbuch ist. Aber die Hand träume ich nicht ins Feuer legen. Aber es bleibt ein bisschen eine offene Frage, aber das ist halt oft so, gell, Ja, man muss sagen, ich meine, ganz offen gesagt, es gibt ja ganz wenige Verfahren gegen Schulen und Hochschulen. Es hat schon mal ein großes Verfahren gegeben bei der Filmverwendung im Schulbereich, wo einzelne Schulen keine Gesamtverträge geschlossen haben, mit dem ORF beispielsweise, um die Filme in den Schulen vorzubringen. Also da hat es einmal ein großes Verfahren gegeben. Aber ansonsten ist das sehr eingeschränkt. Und das Problem ist, wenn es wenig Verfahren gibt, ich meine, es ist zwar das Gute für die Hochschulen und Schulen, aber das Problem ist, dass man wenig Rechtssicherheit hat. Und daher kann ich ja wirklich nur sagen, ich kenne da keine Entscheidung dazu, aber vielleicht gibt es eine, aber ich kenne jetzt keine. Ich kann nur eben, wie gesagt, von der Idee heraus, man möchte, dass sich die Schüler ein Buch kaufen, damit man da eben eine entsprechende Vergütung hat für gute Bücher und wenn ich das im Schulgebrauch und wenn ich das Schulbuch in einem anderen Bereich verwende, dann ist es ja de facto ein Lehrbuch. Und deswegen glaube ich, dass das, dass das zulässig ist. Dann wird es so behandelt wie jedes andere Lehrbuch, das man eben im Rahmen des § 42 kopieren darf zu Zwecken der Lehre. Und deswegen glaube ich, dass das ein für Schulbücher erlaubt ist. Es gibt ja noch eine letzte ergänzende Frage. Wie schaut es denn aus mit Begleitmaterialien? Manchmal sind ja bei Schulbüchern so Begleitmaterialien dabei. Das fragt die Isa Ammerer zum Beispiel eben, wenn ich Hörbeispiele, Videos, die auf den Begleit-CDs, DVDs sind, auf Schulbüchern, darf ich die kopieren und den Schülerinnen mittels einer Lernplattform zugänglich machen? Also das ist ja häufig so, dass es irgendwelche Begleitmaterialien, darf ich die dann aus den Schulbüchern rausnehmen, kopieren, digital zur Verfügung stellen? Also das glaube ich wieder nicht, aber das ist auch wieder, ich glaube, weil ich glaube, dass das Schulbuch schon insgesamt mit den ganzen Begleitunterlagen den Wert des Schulbuchs, das Schulbuch, glaube ich, darf man auch nicht verstehen als tatsächlich als Buch, sondern ich glaube, das ist einfach ein Begriff für Schulmaterial. Buch mit Begleitmaterial und deswegen glaube ich,
dass man das nicht herausnehmen darf. Und wenn ich mir Deutsch nicht den 42G anschaue, sofort. Ja, und ich stehe da, das Schulbuch, drum, es ist eh ein guter Hinweis gewesen, jetzt weiß ich den Namen nicht mehr, weil ich immer vom Schulbuch rede. Es steht da eigentlich im Gesetz ja drinnen, Absatz 1, in dem Fall Paragraph 42 Absatz 1, gilt nicht für Werke, die ihre Beschaffenheit zum Schulunterrichtsgebrauch bestimmt sind. Also es steht eh nicht da Werke der Literatur, sondern generell Werke. Werke der Tonkunst, der bildenden Kunst, der also ich glaube, dass das schon alles zusammengehört und wir müssen schon langsam Schluss machen. Ja. Genau, schon langsam müssen wir jetzt auf die Zeit also, schauen. Ich würde sagen, darf man nicht herausnehmen, solche Begleitunterlagen, das gehört zu dem Werk. Schulbuch, sage ich jetzt einmal, da gehört das dazu und das würde ich nicht machen. Würde ich nicht so sehen. Okay, Peter, recht herzlichen Dank für deine Zeit und für deinen wertvollen Input, für den tollen Vortrag, für diesen Überblick über dieses doch sehr komplexe, umfangreiche Thema und dass du uns zur Verfügung gestanden bist. Auch natürlich danke nochmal für die Aufzeichnung und für das Nachlesen hier. Ja, auch gerne. Für alle, die jetzt vielleicht nicht mehr dabei sein konnten oder heute keine Zeit hatten. Herzlichen Dank an dieser Stelle nochmal. Ich darf auch danke an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer sagen. Vielen Dank für Ihre Zeit und dennoch auch für die Teilnehmer, doch jetzt schon zu relativ später Stunde und auch trotz dem vielen Distance Learning, das wir immer noch haben, sei es eben das Homeschooling in der Schule oder auch an unserer Hochschule. Ich darf mich auch nochmal an das Land Oberösterreich nochmal zurück bedanken, nochmal für die finanzielle Unterstützung und auch an die BH Niederösterreich für die Unterstützung, auch hier an die Unterstützung an Gerhard Brandhofer, der hier im Hintergrund uns auch hier unterstützt hat. Ich darf noch abschließend auf den nächsten Talk hinweisen. Am 8. Juli findet der nächste FNMA-Talk statt zum Thema Analytik sinnvoll beim Lehren und Lernen einsetzen. Bitte nehmen Sie dazu teil. Rechtzeitige Informationen finden Sie auf der FNMA-Webseite wieder. Es gibt auch einen parallel stattfindenden Magazin dazu, wo Sie herzlich eingeladen sind, auch Beiträge. Wenn Sie hier etwas schreiben möchten, sind Sie herzlich eingeladen, auf dem in dem FNMA-Magazin etwas zu schreiben und beizutragen. Auch hier dazu finden Sie Informationen auf unserer Webseite www.fnma.at. Ich darf an dieser Stelle Ihnen einen schönen Abend noch wünschen, einen schönen ausklingenden Abend und alles Gute noch für dieses Semester.